Herzlich willkommen bei eurem besten Start ever. Herzlich willkommen zu Sinneswiss, eurem Film- und Serien-Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich hoffe, das ist nicht eure erste Folge, die ihr gerade hört, weil wenn doch, normalerweise fangen wir besser an und getimter. Und vor allem mit mehr Leuten, dann hat es ein grösseres Das Ende. Ist richtig, ja genau. Das mache ich eben immer, wenn ich eine Flasche aufmache. Das ist nicht so laut wie eine Dose. Und dann gehe ich immer den Deck noch extra auf den Tisch, damit es ein bisschen richtig tönt. Das ist richtig, ja. Nein, zu einer weiteren Extravaganza. Und zwar heute... Also Fokusfolge. Ja, stimmt eigentlich. Das ist schon wieder falsch. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ohne der Hill sind wir einfach am Arsch. Ja, das ist ja so. Der Hill ist leider immer noch abwesend. Diesmal allerdings krankheitsbedingt. Wir wünschen gute Besserung. Und wir wollen eigentlich den Horror-Oktober jetzt richtig mit einem Bang starten. Weil, wie wir es in den letzten Jahren auch schon gemacht haben, werden wir den ganzen Oktober, jede Wochenendfolge am Sonntag, haben wir irgendein Horror-Thema. Wenn wir steuern ja auf Halloween zu. Richtig. Und wir sind alle auch grosse Horrorfilm-Fans. Das wissen unsere langjährigen Zuhörerinnen und Zuhörer und alles dazwischen darüber aus schon seit Ewigkeiten. Aber darum haben wir gefunden, hey, wir machen das Programm. Und ich kann euch schon so viel versprechen, ich will nicht zu viel sagen, aber wir haben wirklich jeden Sonntag eine absolute Banger-Folge. Und auch wenn jetzt die nicht so gut gestartet hat, wird sie jetzt sicher viel, viel besser, auch wenn wir nur das Zweite sind. Und das Zweite meine ich der Spike. Hallo zusammen. Und ich bin der absolut unfähige Alex. Sei gegrüßt, Alex. Danke. Guten Schluck nehmen. Wir haben heute im Fokus einen von den Grossmeister vom Horror, einer von der stilprägendsten und wichtigsten Regisseure von diesem Genre, der John Carpenter. Ich glaube sogar wegweisender, als dass er erfolgreich war. Das ist definitiv so. Aber ist das nicht bei jedem Horrorfilmregisseur? Ja. Welcher ist kommerziell extrem erfolgreich gewesen? Wes Craven vielleicht? Guillermo del Toro. Aber der hat auch vielseitiges gemacht. Ja, aber ich würde mal sagen... Craven, ganz klar, ja. Also Guillermo ist sicher die Filme, die am erfolgreichsten gewesen, haben nicht viel mit Horror zu tun gehabt. Ja, gut. Creature Features und so schon. Aber das ist nicht rein Horror. Aber ja, klar, Wes Craven, ganz sicher. Otto, würdest du sagen? Hitchcock. Guter Punkt, ja, sicher. Ja. Für seine Zeit sehr erfolgreich gewesen. Absolut. Aber heute reden wir über den Hans Zimmermann, wie wir ihn ja vorher schon umgangssprachlich genannt haben. John Carpenter. Wie immer gehen wir ein bisschen rein in seine Biografie. Das tun wir einfach nur ein bisschen ansteuern. Und dann gehen wir in seine Filmografie rein. Und bei der Filmografie meinen wir wirklich alle Langspielfilme. Er hat einige Kurzfilme gemacht, die sind aber zum Teil kaum auffindbar oder kaum schaubar. Und darum gehen wir nachher dann direkt rein. In seine Filmografie, alles was halt im Kino gelandet ist oder zumindest auf DVD Blu-ray gerade rausgekommen ist, alle Langspielfilme. Und da ist doch einiges rausgekommen, aber bevor wir da ein bisschen in seine Biografie reintauchen mit dem Spike, würde es mich doch noch ein bisschen wundern, wie stehst du überhaupt zu unserem John? Hey, Best Buddies. Immer gesehen werden wir immer sein. Also so ähnlich wie bei mir und einem Spielberg. Ja. Nein, nicht ganz so. Also, der John hat klar nicht so erfolgreich wie der Spielberg. Also, ich habe kein eigenes Zimmer bei ihm im Haus. Alles klar, das erklärt einiges. Ja, ich muss wirklich noch daheim schlafen, das ist scheiße. Aber jetzt grundsätzlich, würdest du sagen, das ist dein liebster Horrorfilmregisseur? Oh, hey, das ist ganz schwierig. Vermutlich nein. Mhm. Weil er halt so viele unterschiedliche Filme gemacht hat, die mir auf unterschiedliche Art und Weise gefallen haben. Ja. Also da ist jetzt, ich glaube, Wes Craven hat da ein bisschen eine straightere Linie gehabt, finde ich. Mhm. Dementsprechend kann ich dort natürlich mehr Filme sagen, die mir insgesamt sehr gut gefallen haben. Er hat auf jeden Fall ein paar von meinen liebsten Horrorfilmen inszeniert. Also so ein, zwei, kann man schon sagen. Kann man schon. Ja. Also nein, schon absolut Fan von ihm. Es ist vor allem bei ihm krass, auch wenn es gibt durchaus auch ein, zwei Filme, da kommen wir noch dazu nachreden, die nicht klassischem Horror-Genre entsprechen. Nichtsdestotrotz ist er einer von denen, der praktisch immer wieder zurückgekommen ist zum Horror-Genre.
Weißt du, es gibt ja auch viele, weißt du, die ihren Durchbruch hatten mit Horrorfilmen. Aber ja, dann ganz andere Genres haben die intern. Und ich finde, der Carpenter ist eigentlich fast, bis auf ein, zwei Ausnahmen, eigentlich dem Genre immer treu geblieben. Ja, nicht immer gleich. Definitiv ja, nicht aber, immer gleich. Also ich habe eben die Filmografie mal durchgeschaut, oder? Mhm. Und probiert nachzuholen, was ich noch nicht sehe, was nicht viel ist. Weil er hat jetzt nicht so einen von diesen Fließbandproduzenten gesehen, zumindest ab den 90er Jahren nicht mehr. Ja. Und praktisch alle haben Horror-Elemente drin. Ja, ja. Also das ist schon. Ja. Das ist schon crazy, weißt du, wenn du überlegst. Oder? Ich meine, andere Leute, oder? Wo durchaus. Ich weiß, klar, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich nehme jetzt gleich wieder das Spielbein. Wo eigentlich seine Karriere lanciert hat mit einem Horror-Abenteuerfilm, mit der Weisheit, im besten Film aller Zeiten. Nur so ganz kurz am Rand. Aber nichtsdestotrotz hat er dann in jedem Genre hat er einfach irgendwelche Filme angerissen. Stanley Kubrick mit Shining, sicher einer der wegweisendsten Horrorfilme. James Cameron, der ja auch. Ganz genau. Richtig, etwas gemacht richtig. Aber bei ihm ist es schon immer wieder zurückgegangen zum Horror, zu unserem allerliebsten Genre. Er sagt ja auch von sich explizit, er ist aus frühester Jugend her ist er Horror- und Western-Fan. Ja. Und ja, das sind einfach so die beiden Genres, die für ihn das Größte sind. Hat er denn auch mal einen Western gemacht? Nicht im direkten klassischen Sinn, oder? Ja. Es kommen Elemente vor, immer wieder in seinen Filmen. Der eine ist als Western. Die Idee war, einen Western zu machen. Ja. Aber ein Western in der Jetztzeit. Das war tatsächlich die Idee. Ich glaube, ich weiss, wie viele du anspielst. Ja. Aber da kommen wir noch später dazu. Hat der Hauptdarsteller auch die Rolle noch so gerne angenommen, weil er gefunden hat, er wollte schon immer mal einen Western spielen, aber niemand hat ihm einen Western angeboten. Und dann ist das passiert. Ja. Janu. Nein, auf jeden Fall eine ikonische Figur. Vor allem auch sehr, sehr bekannt für etwas, wo gegangen bei anderen Regisseuren eigentlich kaum ein Thema ist, bis eigentlich gar nie. Also mir fällt keiner so spontan ein, wo das so nah dran ist mit Regie und Musik, wie beim John Carpenter. Ich habe jetzt noch nachgelesen, es gab nebst ihm von bekannten Regisseuren, die auch noch als Komponisten tätig waren, bekannte, das sind vor allem noch der Charlie Chaplin. Ja, ja, voll. Also, Ich weiss, dass Joss Whedon auch schon Lieder geschrieben hat. Für Buffy hat er die ganze Musical-Episode geschrieben, mit seiner Frau zusammen. Mhm. Aber das ist halt nicht der ganze Soundtrack vom, oder das ganze Score vom Film. Ja, oder von mir aus, wir haben ja auch schon eine Extravaganz dazu gehabt, South Park machen natürlich, oder? Wo auch immer mega nah an der Musik sind. Aber nichtsdestotrotz haben die meisten grossen Regisseure haben eigentlich immer so ihre Stammmusiker, sage ich mal, oder? John Williams mit Spielberg und so weiter und so fort. Ja, ja. Er hat halt die Musik immer selber geschrieben und hat vor allem immer auch ein bisschen sein Touch, sein Sound eigentlich dazu beiträgt, wo auch ein Großteil oder viel ausmachen für den Film und für die Ikonografie von seinen Filmen. Ja. Klar, wir wissen alle, von welchem Film wir reden, wenn du es auch schon erwähnt hast, in welche Richtung wir gehen, oder? Ja, im Oktober. Oder? Aber es gibt noch ganz viele andere. Ich probiere immer wieder mal ein Lied anzuspielen, von denen, die ich ein Lied habe, von diesen Filmen. Einfach, dass wir da ein bisschen auch ein Feeling bekommen für seinen Stil. Ja. Weil ich finde, das ist ja etwas, und das ist, ich glaube, wie oft habe ich das schon erwähnt? Horrorfilm lebt für mich so. Oder überhaupt der Film lebt für mich so 70-80% vom Score auch. Mhm. Und dass dann einfach ein Horrorfilmregisseur ist, der den Score immer selber macht, das ist natürlich, mir hat er automatisch ein grösseres Plätzchen im Herz. Ja, und also eben bei dem Film, wo wir jetzt die ganze Zeit schon daran denken, ganz ehrlich, es gibt keinen Horrorfilm-Fan, der diesen Score jemals vergessen hat und wo nicht auch heute noch, wenn er den hört, ein kleines bisschen Gänsehäutchen bekommt. Absolut. Für mich war es sogar schon der Grund, zum Film zu schauen im Kino. Einfach, dass ich das nochmal höre. Ja, ja, klar. Einfach im Kino, oder? Mit dem Surround-Sound und so. Mhm. Ist es so. Aber ich würde sagen, Spike, bevor wir noch ein bisschen mehr den abnerden, wie toll wir ihn finden. Mhm. Weil es ist nicht alles toll an ihm, das werden wir später schon noch herausfinden. Es gibt auch Filme, die wirklich ziemliche Nullnummern sind oder nichtssagend sind. Aber welcher Regisseur das nicht? Und dementsprechend, erzähl mal ein bisschen über sein Leben. Hast du doch hier etwas herausgefunden? Ja, ich versuche es. Ich kann das natürlich nicht so gut wie der Hill. Vor allem nicht, wenn ich es
heute erfahren. Das ist richtig. Ja, ja. Nein, also liebe Zuhörer, könnt uns heute ein bisschen entschuldigen. Es ist ein Ausnahmezustand. Ja, ja, es sind nicht so viele Hintergrundinformationen wie auch schon, sondern mehr Meinungen, die wir heute wiedergeben. Ja, aber was man auch dazu muss sagen, der John Carpenter, über ihn ist auch aus Privatleben nicht so viel bekannt. Er hält das recht zurück. Kann ich auch nachvollziehen. Finde ich jetzt aber in dem Moment schon ziemlich scheisse. Machst du ja auch. Was? Ich? Nein. Also, John Howard Carpenter. Geboren am 16. Januar 1948 in Carthage, New York. Wo er bis zu seinem fünften Lebensjahr auch gewohnt hat mit den Eltern. Nachher ist er dann aufgewachsen in Bowling Green in Kentucky. Und ja, also sprich, schon ein bisschen ländlicher, Kentucky, sagt man eigentlich. Howdy! Genau, eigentlich bekannt für die Hinterwäldler, Bourbon und so weiter und so fort. Alles ein bisschen grosse Klischees, das ist zum Teil. Er glaubt aber auch in seinen Look, den er immer hatte. Ja, das mag sein. Das mag sein. Seine Liebe zur Musik und vor allem auch Film, die war natürlich sehr prägt von seinen Eltern. Weil sein Vater, der hat Musikgeschichte gelehrt an der Universität von Kentucky, wo der, also von Western Kentucky University, wo der John Carpenter auch angefangen hat zu studieren. Und seine Mutter war vor allem grosser Filmfan. Also die Eltern sind viel mit ihm ins Kino gegangen und er hat die Mutter riesen Filmfan. Und von dort her hat er die Leidenschaft ein bisschen mitbekommen, das Musikalische ein bisschen vom Vater. Er hat auch schon sehr früh Klavier- und Gigenunterricht genommen, hat dann später auch noch Gitarre gelernt und hat dann in den 70er Jahren sogar eine Band gegründet namens Coupe de Ville. Ja, kann man mal machen. Ja, jedenfalls hat er aus seiner Jugend ist eben auch nicht viel mehr bekannt. Also, liebe Leute, ich habe es hier zum Vorbereiten. Also, man wird schon noch mehr herausfinden, aber es geht jetzt um das. Wichtiger ist zum Beispiel, dass er von der Western Kentucky University dann gewechselt hat zu der University of South California und dort Film studiert hat. Dann hat er sogar im Rahmen von seinem Studium als Autor am Kurzfilm «The Resurrection of Bronco Billy» oder «Broncho Billy» mitgewirkt und der Film hat sogar einen Oscar gewonnen. Okay. Dass man das einmal noch ein bisschen erwähnt. Ja, eben, wie gesagt, auch später Film und Musik auf ihn lieben, natürlich auch jobmässig. Schon sehr, sehr früh ein grosser Western-Fan war, spielt das Lied vom Tod, ist unter anderem einer von seinen Lieblingsfilmen. Mhm. Unter anderem. Und im Horror ist er auch immer treu geblieben. Er hat ja mehr oder weniger sogar Hommage-Adaption von der Story vom Film Rio Bravo gemacht, wo, wenn ich mich richtig erinnere, mit John Wayne ist. Mhm. Ja. Und eben dann hat er angefangen, Film zu machen, viel Kurzfilm am Anfang gemacht und dann irgendwann hat er dann den grossen Hit gelandet. Über das reden wir nachher noch einmal ein bisschen. Der gute Mann war zweimal verheiratet gewesen. Zuerst mit Adrian Barbeau, der auch einige Mal in seinen Filmen mitgespielt hat. Dann hat er sie, glaube ich, nicht mehr besetzt, dann ist sie ausgezogen. Weiß es nicht, hat er vielleicht jetzt umgekehrt gewesen? Keine Ahnung. Ja, ja klar. Weiß es nicht. Und seit 1990 ist er mit Sandy King verheiratet. Und er hat einen Sohn, der Cody Carpenter, der mittlerweile auch mehr oder weniger im Filmgeschäft tätig ist. Also hat auch schon mit ihm zusammen geschafft. Mit ihm sieht man ihn auch, die zwei zusammen, also Vater und Sohn, sieht man auch recht häufig an so Videogame-Messen. Okay. Also das ist etwas, was ich mal nachgelesen habe, also Bilder gesehen habe. Weil er ist tatsächlich ein grosser Gamer. Mhm. Natürlich früher halt so alte Games, so Sonic the Hedgehog und so Zeug, oder? Und, aber auch mittlerweile sich in modernere Games, oder? Sein Sohn eben auch. Und da gibt es immer wieder Aufnahmen von Leuten. Und so der E3 heisst die, glaube ich, ja, die große Gamer-Messe. Wo du einfach immer siehst, so Gamers mit einfach mit John Carpenter und seinem Sohn so. Ja. Was ich recht witzig finde, ja, weil er wirkt eigentlich nicht so wie der typische Gamer auf mich. Aber irgendwie finde ich es doch wieder cool. Also, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich so Bilder auch angeschaut habe. So. Er ist eh ein bisschen, ich finde. Alles, was ich so über ihn weiß, ich weiß nicht viel über ihn. Also, weißt du, über sein Privatleben? Weil, wie du es ja schon gesagt hast, oder? Er ist eher ein bisschen zurückhaltender, wenn es um das geht. Mhm.
Das ist so. Es gibt auch so zwei, drei Sachen, die immer wieder ein bisschen durchkommen. Zum Beispiel, ich glaube, er ist ein grosser Elvis-Fan. Er hat ja auch schon einen Elvis-Film gemacht. Ich glaube, einen Fernsehfilm gesehen oder so. Mhm. Mit Kurt Russell ja damals auch, oder? Ja. Ich würde schon fast sagen, sein Buddy, den er ja immer wieder mal besetzt hat. Das ist der, den er am meisten besetzt hat. Ist das so? Tatsächlich, ja. Okay. Ich glaube, viermal. Ja, und auch zum Beispiel, was ich auch so eine herzige Anekdote finde von ihm, die habe ich irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, wo das war. Wahrscheinlich, keine Ahnung, IMDb, Wikipedia oder irgend so etwas. Weißt du, am Set hast du ja, kriegst du immer so, also früher hat es das oft gegeben, ich glaube, dass das heute noch so ist, so Chappies, weißt du, mit dem, so, wie so Crew-Chappie, mhm. Weißt du, so ja. Caps halt mit dem Namen vom Film. Mhm. Und er hätte nie gedreht während dem Film, weil er das immer so als schlechtes Omen gesehen, weißt du, wenn man das schon dreht während dem Film. Mhm. Und er hätte immer erst nachdem der Film fertig war, hat er die dann vorgenommen und ist mit denen, ja, eigentlich Land auf Land abgelaufen, immer mit dem Käppli und jedes Mal gegangen, hey, bist du nicht auch der Regisseur von dem Film? Ah, fuck, ja, stimmt. Aber bin ich auch so eine herzige Anekdote von ihm. Ja, klar. Und ja, irgendwie, ich finde, er ist halt einfach, er ist so ein Eigenbrötler immer gesehen in Hollywood. Mhm. Ja, das sagt man. Eigentlich so ein typischer, wie man das sagen, so ein typischer, er passt eigentlich nicht nach Hollywood. Er ist einer, weißt du, der immer sich nicht zu viel wollte reinreden lassen, weißt du, von den ganzen Studiobossen und Produzenten etc. Sondern immer eine klare Vision gehabt und nicht dabei bedacht hat, ist es das, könnte es das erfolgreich sein oder nicht. Mhm. Sondern halt einfach, hey, wie kriege ich meine Vision über? Mhm. Und er hat zwar immer wieder auch Filme gemacht, wo er tatsächlich halt sich ein bisschen zu viel drin geredet hat oder wo einfach das Geld doch ein bisschen gelockt hat. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat er so viele Filme gemacht, wo alles sind, aber keine klassischen Geldtreiber, aber heutige Kultfilme. Mhm. Wie, ich meine, da kommen wir noch dazu, aber ich glaube, The Thing, das ist ja so ein Film, er weiß, dass er ständig Filme gemacht hat, die einfach kein Erfolg sind an der Kinokasse. Mhm. Aber das ist, glaube ich, so der Film, der ihn am meisten gefuchst hat, dass es nicht ein Erfolg war. Weil er wirklich das Gefühl hatte, eigentlich hat er alles richtig gemacht bei diesem Film. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Eigentlich hätte er ihn ja gar nicht machen. Ist es so? Ja, The Thing hätte er eigentlich nicht machen, weil er so ein grosser Fan vom Original war. Er hat mega Schiss davon. Ah, okay. Ah, spannend, ja, okay. Ja, das habe ich mal irgendwo. Ja, und ich weiß einfach, dass er ein grosser Basketballfan ist, was ich auch natürlich sehr sympathisch finde. Weißt du, von welcher Mannschaft? Nein, das weiß ich nicht. Ha! Siehst du? Von welcher Fan? Von welcher Mannschaft fährt er? Für welche? Hm. Weißt du es? Nein, ich weiß es eben nicht. Ah, du weißt auch nicht. Nein, dann frage ich ja. Ich weiß einfach nur, dass er allgemein ein grosser Basketballfan ist. Mhm. Und anscheinend ist bekannt ist, dass er überall, wo er gedreht hat, also, sag ich mal, ab den späten 80er, 90er Jahren, dass er immer irgendwie die Möglichkeit hatte, um seine Spiele zu schauen. Und dass er anscheinend am Set immer einen Basketballkorb hatte. Mhm. Aber an einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht ab wann. Ab dem Moment, wo er wahrscheinlich einmal kurz Erfolg hatte oder so. Aber da, ja, da habe ich mich mega gefreut. Ja, das ist genau mein Dude. Ja, ich hatte gerade einen Hinweis gefunden, dass er ein Milwaukee Bucks Fan sein könnte. Oh, spannend. Also er kommt ja aus Kentucky, hast du gesagt. Ja. Das ist ein Milwaukee Fan. Spannend. Mhm. Ich meine, das sind ja wirklich, also alles aber nicht. Ah, er hat zwei Lieblingsmannschaften. Aha. Milwaukee Bucks und Golden State Warriors. Ja, gut, die machen auch nicht wirklich Sinn, ja. Gut, Golden State ist für dich einfach wegen der goldenen Jahren, oder? Mit dem Stephen Curry und so. Aber was weiß ich? Ja, viel über Basketball. Ja, das ist eigentlich schon so, ja. Das ist eigentlich schon mein Sport. Aber ja gut. Aber das verbindet einen natürlich auch ein bisschen. Er ist auch im College ist auch unter anderem auch Präsident von der Eastern College Basketball Association. Von 1978. Ist das so? Spannend. Ja, und ansonsten, was ich noch ein bisschen über ihn weiss, ist, also ich bin nicht ganz sicher, es gibt Meldungen, die das bejohen und solche, die es beneien oder verneinen. Dass er eigentlich diverse grosse Filmprojekte abgeschmettert hat, von wegen, nein, das mache ich nicht. Mhm. Die im Nachhinein ein riesen Erfolg sind. Also ich glaube, sogar Top Gun ist ihm angeboten worden, damals, im 86. Mhm. Zombieland, auch übrigens.
Das ist zwar relativ bekannt, dass das so war. Mhm. Und er hat einfach dort aus verschiedenen Gründen gesagt, so, nein. Ja. Und ja, wenn du das so überlegst, der hat eigentlich schon auch kommerziell immer wieder erfolgreichere Filme können machen als die Kultfilme, die er gemacht hat, die erst später erfolgreich geworden sind oder Geld generiert haben. Aber fairerweise, ich glaube, vor allem mit dem Score vom einen Film, wo es irgendwie 38 Nachfolger gibt und er immer irgendwie involviert war, hat er genug Geld verdient. Also dem geht es gut. Also macht euch keine Sorgen, ich will jetzt nicht gerade ein Spendenkonto einrichten für den John Carpenter. Aber es hätte einfach viel mehr können sein. Das ist ja so. Aber eben, er ist nicht einfach der leichte Weg gegangen, er ist seinen eigenen Weg gegangen. Das verdient eben auch Respekt. Gerade im Hollywood. So fucking loot. Also ich bin. Aber ich mag ihn einfach. Ich finde einfach wirklich. So die paar wenigen Interviews, die ich schon gesehen habe mit ihm oder so. Er ist ein spezieller Dude. Mhm. Also Kentucky, ich hätte sogar so etwas geraten, dass er irgendwie in die Richtung herkommt. Ich habe es nicht gewusst, wirklich nicht. Aber macht absolut Sinn. Ja, irgendwie schon, gell. Er wirkt auch wie ein fucking alter Redneck. Also er könnte auch wirklich in so. Weißt du, in so einem. In so einem Redneck-Film, weißt du? Er könnte an einer einsamen Tankstelle. Im Schaukelstuhl von uns hocken, in Matzhosen ganz und, genau. und in so einen so eine hohen Tonmack reinpfeifen. Richtig so Wrong-Turn-mäßig, weißt du, so sagen so: Mach das nicht, geht nicht auf den Berg. Das ist wirklich, er sieht genau so aus, er wirkt so. Ja, und das so. Macht ihn schon, ich finde, ultra knuffig irgendwie. Ja. Und ja, nein, regietechnisch, da müssen wir gar nicht sagen. Also, der hat wirklich auch immer aus vermeintlich kleinen Budget hat er immer das Beste rausgeholt. Ja. Ob so ein Film immer toll war, da kommen wir noch dazu, aber... Ist sogar eher so, dass wenn er ein grosses Budget hatte, dass es dann hat nicht verkackt. So... Ja, das hat er verkackt. Ja, das hat er mir damit. Aber das spricht irgendwie auch ein bisschen für ihn, für mich einmal. Weil ich habe jetzt gerade... ich arbeite ja auch in einer Filmbude. Es ist einfach eine kleine Anekdote am Rand. Aber wir machen doch eher Werbefilme und so. Corporate-Filme, das Zeug. Ja. Okay, kein Spielfilm. Nichtsdestotrotz. Habe ich gerade einen Kurs gemacht innerhalb von unserem Verband, vom Schweizerischen Film Association Verband, oder? Dort haben wir auch so Budget und so Filmplanung und so gehabt, weißt du, von anderen Firmen, die das auch machen. Und die haben auch zum Teil einfach Werbespots gemacht, wie irgendwie eine Million oder eine halbe Million Budget haben, oder? Und wir sind eigentlich schon eher die Firma, die sagt, oh geil, wir haben 100'000 krasse Filme können wir jetzt machen. Und du merkst einfach, weißt, wenn du so die Budgetplanungen siehst von denen und so, wie ganz anders die denken, weißt, wie viel grösser, wie viel mehr Leute involviert sind. Und wir sind halt eher so ein bisschen, ja gut, das kriegen wir auch selber an. Oder, ach komm, welcher Mitarbeiter von uns hat eine Ahnung von dem, wir nehmen den einfach auch noch mit ans Set. Weißt du, so ein bisschen der Gorilla-Faktor. Und da finde ich eben schon noch sexy irgendwie. Nicht, dass er immer sexy wegen dem rauskommt, aber irgendwie hat es einfach so ein bisschen das Selfmade, das Dogma-Feeling, weißt? Ja, es ist halt irgendwo, entweder ist es die geilste Lösung überhaupt, oder es geht halt in die Hose. Richtig, und das ist eben, da fühle ich mich ein verbunden mit mir, weil mir macht das auch mehr Spass. Mir auch. Hey, unkonventionell an etwas angehen und eventuell hat einfach müssen in dem Moment improvisieren. Ganz genau. Genau mein Ding. Ganz genau, und das hat er immer wieder müssen in seiner kompletten Karriere. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir können noch ein paar Anekdoten über ihn bringen, aber machen wir doch das während des Films, oder? Können wir machen. Ich würde sagen, starten wir doch einmal. Gut, starten wir. Also eben, wie gesagt, am Anfang hat er Kurzfilme gemacht. Die hat er ab 1962 bis 1969 gemacht. Ich tue das sonst einfach mal schnell nur den Filmtitel ablesen, weil die sind eigentlich noch recht witzig. Ich muss eh noch ein Getränk machen. Was? Timing. Okay. Also. Das fängt 1962 an mit dem Kurzfilm «Revenge of the Colossal Beasts». Ach, kann nur ein Hit sein. 1963 «Terror from Space». Vermutlich einer von den 1000 Filmen, die so heissen. 1969 hat also eine Pause dazwischen. «Gorgo vs. Godzilla». Ah, Kultfaktor, finde ich. Vom Titel her. Dann auch 1969. «Gorgon, the Space Monster». Moment. Kleine Anekdote an diesem Rand. Ich habe also das ist eben schon 100 Jahre her, auf irgendeiner Blu-ray oder DVD von ihm. Ich habe doch ein paar Filme von ihm noch auf Blu-ray oder DVD vor allem gehabt. Und irgendwo habe ich so ein. Ich weiß nicht, es ist sogar.
Kommentarspur gesehen. Ich bin nicht ganz sicher. Er ist auf jeden Fall, das weiß ich, aus sehr sicheren Quellen, aus meinem eigenen Gehör, er ist ein riesiger Godzilla-Fan. Okay. Finde ich auch sehr sympathisch. Godzilla ist auch cool. Ja, klar, wieso? Immer nicht? Team Godzilla und nicht King Kong. Obwohl King Kong eigentlich die tragischere Figur wäre, aber. Godzilla ist einfach cooler irgendwie. Weiß nicht? Ja, und vor allem der King Kong hat einfach keine Superkräfte. Ja, gut, aber er ist einfach. Ja, okay. Mhm. Das stimmt. Also, das, ich habe es gerade gemeint, das spricht ja für den Godzilla. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich. Ich meine jetzt gerade gelobt, wie cool es ist, dass der John Carpenter eben immer mit wenig hat müssen viel rausholen und jetzt zu sagen, ja, aber der King Kong ist eigentlich eher der John Carpenter. Und der Godzilla ist eher der, der schon übermächtig ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, mach weiter. Also, dann haben wir 1969 Sorcerer from Outer Space. Denn auch 1969, ich glaube 1969, hat da muss er ein Praktikum gemacht haben oder so, etwas, oder das Diplomarbeiten müssen machen. Klar, Mann, ja. Hey, 1969 auch noch Warrior and the Demon. Absolut nachvollziehbar. Und dann noch sein letzter Kurzfilm, auch aus dem Jahr 1969. Der hat in diesem Jahr nur Film gedreht. Crazy. Captain Voyeur. Oh, schön. Ja, mit dem abschließen. Das ist noch nice. Schade ist unsere Hill nicht dabei. Das würde mir jetzt wieder gefallen, oder? Oder Hill? Sagt mir. Genau. Also, dann kommen wir aber zu seinem ersten Langfilm. Ja. Von 1974. Der Alex hat den jetzt noch nachgeholt, das weiß ich. Also, ich habe nochmal geschaut. Ah, ich habe ihn schon mal gesehen. Ja, okay. Ich habe ihn schon mal gesehen, okay. Aber viel zu jung. Darkstar, finsterer Stern auf Deutsch. Yes. Ja, Alex, was halten wir von dem? Ich habe nämlich nicht gesehen. Schwierig. Hey, der hat einen extremen Kultstatus bei vielen Leuten. Aber erst im Nachhinein, weil er ja totaler Flop war. Natürlich, der hat keine Sau geschaut. Er hat auch ein paar wirklich. Also, das ist so ein Film, da kannst du eigentlich nur schauen als Fan von John Carpenter, behaupte ich jetzt einmal, und geniessen. Wenn du siehst schon das ein oder andere Element, weißt du, wo cool ist, wo ein bisschen der Carpenter ausmacht, wo auch ein bisschen over the top ist. Es gibt sogar eine Szene, ich will nicht zu viel verraten, aber wo gesurft wird auf etwas, einem Gegenstand, der nicht typisch ist zum Surfen. Was er tatsächlich zu einem späteren Film von ihm wird bringen, wo auch gesurft wird auf Gegenstände, wo man nicht so. Weißt du, was ich meine? Hey, er ist einfach fucking langatmig und zäh, wie ein fucking Kaugummi, wo du unter dem Stuhl vorgenommen hast und nochmal drum herum kommst. Ich meine, es gibt ein Alien-Design, es ist so ein bisschen ein Vorreiter. Nein, Vorreiter ist schon hart. Aber es ist so ein bisschen, es gibt ein Alien auch auf diesem Schiff. Das Alien, es ist einfach, man kann es nicht nett sagen, es ist einfach ein Ball, so ein Wasserball, weißt du, so im Pool spielen, einfach irgendwie angemalt ist, angesprayt ist, und man sieht auch, es ist wirklich nötig und so, wirklich im Detail, und er hat einfach noch Fiesli unten, also wirklich ganz schlimm. Aber irgendwie auch wieder herzig, ich weiß es nicht. Ey, ich finde mich als Film schwierig zu genießen, weil er einfach wirklich langweilig ist, oft. Aber er hat immer wieder für Leute, die so ein aufs Filmische achten, wie eben Kamerafahrten, Bewegungen, Einstellungen und so, oder Entscheidungen, die da getroffen worden sind am Set. Wenn man das ein bisschen hinterfragen kann und das auch ein bisschen so sehen kann, dann kann man schon ein bisschen etwas rausziehen, das habe ich, aber alles in allem ist halt wirklich kein guter Film, finde ich. Was noch eine witzige Anekdote ist, weil du es jetzt auch gerade erwähnt hast, hier mitgeschafft hat ja ein Studienkollege von John Carpenter. Ah ja. Ja, der Dan O'Bannon, der später das Drehbuch geschrieben hat zum ersten Alien-Film. Das ist nicht so weit hergeholt. Das erklärt einiges. Wobei, ich weiß gar nicht, ist Alien. Ich bin nicht sicher. Beruht das Original Alien, also eben der von Ridley Scott, oder? Beruht da nicht auf einem Roman? Bin ich auch nicht sicher. Aber gut, weißt, Drehbuch schreiben, da kannst du gleich eine eigene Sache reinbringen. Also, ja, also es ist Drehbuch. Es ist genug weit davon entfernt. Also so ist es nicht. Aber es hat so gewisse Elemente, ohne jetzt den Horroraspekt in dem Sinn gross zu zeigen.
Aber hey, ja, es ist halt schon nicht so. Es ist nicht gerade der Shit, ja. Ich weiss nicht einmal, ob er da schon den Score gemacht hat. Weißt du das gerade zufällig? Nein, aber ich habe den Film ja auch nicht gesehen. Also, ja, ja, klar, klar, klar. Aber Schauen wir da Dark Star, ich bin von mich nicht sicher. Ich hätte jetzt gesagt, ja, tendenziell, aber noch ein bisschen im klassischeren Bereich, auch wenn er fast kein Score hat. Ja. Also, ja, nein, er hat schon Score, aber ihr seht das so wie nachher, weißt du, was so, wie sagt man, so wichtig ist. Doch, er hat auch schon Musik gemacht. Okay. Hey, ich schaue gerade schnell, ich habe so eine Liste offen mit verschiedenen Songs von ihm. Ich schaue jetzt gerade schnell, ob wir da etwas haben zum Reinhören. Es kann sein, dass er wirklich nichts hat. Also, es gibt es garantiert, aber das sind so viele, also der hat so viel. Eben, das ist halt wirklich tricky. Eigentlich müssen wir für eine Besprechung zu ihm, müssen wir wirklich das Dritte sein, dass ich mich nur um die Musik kümmere und nicht viel reden muss. Genau, das Reden können wir dann endlich mal im Hill überlassen. Ja. Oder Hill, wie siehst du das Ganze? Ich meine, du hast auch mal etwas dazu sagen, oder? Ja, könnte man, ja. Ja gut, okay. Welche Hilfe bist du? Es wird er nicht, aber ja noch. Ja, wir lieben ihn nicht gleich. Du redest immer gleich mit mir, aber jetzt da ist er oder nicht. Das ist nicht nett. Ich finde, das ist sogar sehr nett. Ja. Hast du das noch nie gehabt? Es gibt auch so Leute, weißt du, in Grossraumgeschäften oder Buden oder so, wo mit dir am Messer erzählen, so, hey, hast du das wieder gesehen, was die andere gehabt hat oder was der gemacht hat? Und ich habe immer im Kopf, okay, die Person ist jetzt gerade bei mir am Ratschen oder am Abfluchen oder was immer, am Tratschen, genau. Ich dachte mir so, ja, was passiert eigentlich bei so Menschen, wenn ich jetzt weglaufe, reden sie auch so über mich? Ganz klar. Eben genau. Und diesen Gedanken habe ich eben immer in meinem Köpfchen dementsprechend mag ich so Leute gar nicht so fest. Ich tue lieber öffentlich Leute bloßstellen oder schlecht reden. Wenn ich es eigentlich in diesem Podcast immer mache. Von dem. Ja, okay. Ich bin da mittlerweile hinter der Kulisse immer der Schlichter. Das ist furchtbar. Das ist so, ja. Yes. Ja. Das ist fast anstrengender als Tratschen. Es wäre der einfache Weg. Da bin ich wieder Carpenter. Ja, das stimmt. Du bist eigentlich wie ein Hillbilly. Kann man fast sagen. Ich bin ein Hillbilly. Nein, auf jeden Fall. Ey, kann man machen, muss man jetzt meiner Meinung nach nicht sehen auf Film. Das ist jetzt nicht der erste Film, den ich würde sagen. Das ist wirklich nur für die Hardcore-Fans, die alle anderen Filme schon gesehen haben. Okay. Gut. Also so viel zum Film Dark Star. Dann. Jetzt hat es mir doch gerade die Seite an den Arsch gemacht. Nein. Dann kommen wir zum Film Assault. Angriff bei Nacht. Ja, sage ich euch nachher, wenn ich die Seite wieder drauf habe. Aber das habe ich jetzt gerade noch im Kopf gehabt. Und zwar ist das eben seine Adaption. Es ist ein. Anlehnung oder Interpretation von eben der Story von Rio Bravo. Weil das ist ja. Jo, ja, also, nicht nur. Ich habe Rio Bravo nie ganz gesehen, ja. Aber es geht ja mehr oder weniger um. Also ich habe Assault nicht gesehen, aber ich habe jetzt etwas darüber gelesen. Es geht ja um eine Polizeistation, wo bei Nacht angegriffen wird und wo sich schlussendlich der Sheriff und zum Tod verurteilte zusammenschließen und das Gebäude verteidigen. Assault on Precinct 13. Da mache ich gerade mal schnell den Score rein. Zu lang laufen lassen und erst mal Ärger bekommen. Aber. Der Johnny fand's cool. Das ist richtig, ja. Ich glaube, er würde uns nicht verklagen. Nein. Nein, ey, ich habe den Film als Vorbereitung nochmal geschaut. Ich habe den tatsächlich als Jugendlicher mal gesehen. Aber damals so ein bisschen Jojo gefunden. Und ich bleibe ein bisschen beim Jojo, weil der Film hat sehr, sehr viel. Wie sagen wir das?
so ein Leerlauf. Ich finde ihn grossartig, tatsächlich, der Film. Als Ganzes gefällt mir sehr gut. Mhm. Mir hat er sehr oft auch. Eben, es ist halt eben so die Stand-off-Geschichte, oder, wo du sagst, oder? Weißt du, so aus dem Westen kennt, weißt du, so in einem Haus innen. Und man verteidigt so da nach, gegen die Eindringlinge. Hat aber auch sehr viel so ein bisschen, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, weißt du, so ein bisschen Vibes, oder? Also so Romero-Vibes. Absolut, ja. Ich glaube, die haben sich. Eins nach dem anderen haben sie sich ein bisschen gegenseitig inspiriert. Und gut, ist ja aber bei den Horrorregisseuren ganz bekannt, dass es ja, immer wieder passiert. Ja, natürlich, natürlich. Dass es einfach ist, als will man den anderen halt ein cooles Ich findet oder will man auf die Idee will klauen. Ja, und es ist halt einfach, Belagerungsszenen sind einfach immer geil. Also es hat einfach etwas. Ja. Voll, voll. Und das ist wirklich ab dann, wo die Belagerung losgeht in diesem Film, ab dann ist er wirklich richtig cool. Okay. Richtig fesselnd, wie ich finde. Mhm. Man merkt ihm ein bisschen sein Alter an, ganz klar. Ich meine, er ist 76, also, das hast du nicht ganz vergessen. Nichtsdestotrotz hat er immer wieder richtig coole Kameraeinstellungen, Kamerabewegungen, auch relativ lange Fahrten bietet der Film. Mhm. Ich finde recht coole Figuren. Und irgendwie, also eben der Score. Ich habe den Film jetzt nochmal geschaut am letzten Wochenende, glaube ich. So als Wiederauffrischung, oder? Weil ich habe wirklich keinen Schimmer mehr von diesem Film. Ich habe irgendwie sogar im Kopf gehabt, es sind nicht Monster, aber so übermenschliche Wesen. Ist auch nicht ganz falsch, weil sie stehen immer wieder auf. Also es ist wirklich schon fast ein bisschen zombiehaft, aber es ist eher mit einem so einer, ich kann jetzt viel sagen, aber mit einer Art, nicht Fluch, sondern wie ein Ritual, das sie vorher machen, so ein Blutritual, wo sie einfach so ein bisschen unsterblich sind, die Bösen. Die also da sie sind schwer auf Drogen. Ja, voll. Und, ja, kann man schon so sagen. Hey, und der Score, eben das Es ist so simpel. Das läuft mir jetzt wieder seit einer fucking Woche nach. Es ist unerträglich. Es ist so simpel, aber du hast sofort im Grind. Ja. Und das ist auch so etwas, oder? Wir haben es, ich hatte es mit der Freundin auch gehabt, einfach so als Außenstehende, weißt du, so von wegen, ja, wir reden über John Carpenter am Montag und dann so, ja, dann hat sie gesagt, ja, ich gehe irgendwie jeden Halloween schauen im Kino. Und ich so, ah, wieso denn? Und so, ja, wegen dem Score. Mhm. Weil der ist so einprägsam, oder? Und dann ich so, ja, okay, aber Film findest du auch gut und so, ja, nein, zum Teil nicht so und so. Mhm. Und eigentlich ist der Score mega simpel. Und dann habe ich auch nur gesagt, ja eben, genau, und da, aber du musst eben zuerst drauf kommen. Ja, ja. Und dann haben wir uns beide nur so angenommen, so, ja yeah, Mann. Und dann beide, also ja, du kennst es ja. Ja. Kommen wir nachher noch dazu. Hey, und das ist auch da so. Eben, ich meine, das ist jetzt eine Woche her und ich habe seitdem sicher 10 Filme geschaut und ich habe immer noch im Kopf. Es ist einfach das Shit. Sind wir mal ehrlich, so geil wie jetzt riesige, überbordende Gitarren-Solos sind. Ja. Das ist ja alles cool, grosse Kunst und alles. Mhm. Aber eigentlich sind es die simplen Sachen, die dir im Kopf bleiben. Ja. Yep. Ich meine, bei Don't Stop Believing von Journey, da erinnert sich kein Sau an das Gitarre-Solo. Da erinnerst du dich nur an das verdammte Klavier am Anfang und das ist geil. Just a small town girl, living in a lonely world. Nein, ja, sehr schön. Schau jetzt, du hast ja eine Stimme. Ja, ja. So, wieso nutzt du nicht öfters? Hab's nie gelernt. It goes on and on and on and on. Stranger feeling. Ja, grossartig, nein, das ist wirklich schön. Nein, Assault on Precinct 13, obwohl ja im Film, das ist auch ein bisschen, das wird oft ein bisschen bemängelt. What the fuck? Ist irgendwie am Schluss irgendwie Precinct 13 Point irgendetwas oder so, gar nicht. Egal, ich finde ihn recht cool. Aber auch hier, wieder ein Film, und ich würde sagen, als Fan von John Carpenter sollte man den gesehen haben. Mhm. Nicht als Fan vom Film an sich. Hey, ich muss ja sagen, andere von ihm. Ich muss auch sagen, von diesen Filmen, die ich von ihm nicht gesehen habe, interessiert mich der eben am meisten. Ja, der wird dir auch gefallen. Ja, da bin ich überzeugt davon. Da habe ich eben auch jetzt noch mehr absolutes Gefühl. Ja. Und das, nein, da kannst du mir vertrauen, der wird dir gefallen. Da bin ich 100% sicher. Allein der Score ist einfach so fucking geil. Jetzt hätte es eine Stunde lang laufen lassen. Es würde mir nicht langweilig werden. Nein. Okay. Apropos, eine Stunde lang laufen und es wird nicht langweilig. Es wird nicht langweilig, aber irgendwie wirst du dich unwohl fühlen. Weil tatsächlich hat er seinen nächsten Film 1978, sein dritten Langspielfilm. Das ist bereits der grösste Film von ihm aller Zeiten gewesen. Er ist immer
mit dem definiert worden. Und ja. Eigentlich, ja. Wenn man John Carpenter hört, man denkt an Halloween, die Nacht des Grauens. Yes. Ah, klassischer Horrorfilm, einer der ersten, wenn nicht sogar der erste klassische Slasher-Film. Weil, ja doch, ich würde sagen, Texas Chainsaw Massacre war vorher, aber klassischer Slasher-Film, wie wir es kennen. Ja. Nicht Mensch, also ein nicht menschlich wirkender Bösewicht, der eigentlich auch nicht sterben kann, irgendwie Superkräfte hat und irgendwie doch nicht. Und einfach, ja, alle Leute in Angst und Schrecken kann versetzen. Und man versteht nicht wirklich, wieso das es macht. Auch wenn es sozusagen begründet ist, aber man versteht es gleich. Ja, gerade im ersten noch nicht so groß. Das ist wahr, ja. Ja. Das stimmt. Also, ja. Da gibt es 100 Versionen von diesem Song. Mhm. Ich habe es echt ein bisschen Mühe, da richtig herauszufinden. Weißt du, weil es halt der erste ist, oder? Es gibt ja von jedem eine leicht abgeänderte Art, sag ich mal. Fuck. Wieso machen wir das live? Also live. Live on tape quasi. Aber es ist echt tricky im Fall. Weil ich habe jetzt hier 100 Versionen von diesem einen Song. Such doch mal noch ein bisschen weiter. Fast schnell den Film zusammen. Also gut. Also, geht darum, der junge Michael Myers, der verwünscht seine Schwester, wie sie mit ihrem Freund rummacht. Pfui. Und irgendwie vertreibt er das nicht. Und was macht er? Er bringt seine Schwester um. Logisch. Er sticht sie mit einem Messer. Kommt auf Arbeit in die Nervenheilanstalt. Wird dort behandelt vom Dr. Loomis. Hier gespielt von Donald Pleasence, der damals schon ein rechter Name war. Ja. Und dann, es ist glaube 20 Jahre später, bricht er aus dieser Nervenheilanstalt aus. Und schnappt sich einen blauen Overall und schnappt sich eine weiss angemalte William Shatner-Maske. Ja, das ist dann später bekannt, dass es eigentlich eine weiss angemalte William Shatner-Maske war. Das ist richtig. Ja. Und dann, und das, also, er hat ja lange als der Babysitter-Killer gegolten. Ja. Später wird dann erklärt, wieso dass er das macht. Er tut da jetzt verschiedene Babysitter jagen, umbringen, verfolgen, vielleicht nicht umbringen, wer weiß. Ja. Und vor allem auf der Gegenseite die junge Jamie Lee Curtis, die zu diesem Zeitpunkt noch niemand kennt hat. Und der Film hat sie. Oh. Er ist schon wieder ganz gut. Das ist schwach. Absolut. Liebe Leute, lasst es auf euch wirken. Allein das hinten dran, wo einfach, weißt du, wer das ist, oder? Das ist von einer Nähmaschine. Ah, das Geräusch von einer Nähmaschine, das. Wo er einfach gefunden hat, das tönt so psychedelisch, dann macht er das einfach im Hintergrund. Sorry, das ist psychisch cool da. Ist das tönt ja ein bisschen wie eine schnelllaufende Uhr, die dir suggestiert, dass die Zeit abläuft. Mhm. Absolut. Ganz genial. Genau, es ist wirklich. Und es macht dich ganz nervös. Es hält dich die ganze Zeit auf Trab. Natürlich, das ist der nervöseste Song, den es eigentlich so gibt. Aber auf eine sehr sympathische Art. Es ist ein nervöser Track, wo du auch ganglos bist. Und wie geil ist das eigentlich, oder? Und ich meine, gibt es irgendjemanden da draußen, der eine Halloween-Party macht oder sonst irgendetwas in diesem Stil und nicht diesen Song laufen lässt? Wenn ja, dann bitte ladet uns nie dazu ein. Nein. Der Song muss mindestens 2-3 Mal laufen. Und egal in welcher Version. Da bin ich ganz offen. Ganz ehrlich. Der muss laufen. Ich habe mir damals, als ich das erste Mal als Halloween-DJ gebucht worden bin, das war ein Anna Domini, habe ich mir auch wirklich extra für das eine grosse Soundtrack-CD gekauft mit allen möglichen klassischen Horrorfilm-Themas drauf. Und das ist natürlich das immer steht. Wieder alles laufen lassen. Du bist voll abgegangen dazu, oder? Zum Teil sind sie auch gerade. Also bei Halloween. Bei Halloween war es immer eine ziemlich angespannte Stimmung.
das ist natürlich noch geiler. Und dann sind alle Barbetreiber gekommen, so «Hey, hör mal auf mit dem Sound, die gehen ja alle!» Ah, das war so eine Privatparty, das war alles von Kollegen organisiert. Ja, das dann ist okay. Ja, genau. So weit darf ich schon vorausschicken, es wird eine Halloween-Party geben in Bruck, wo ich ja wohne, nebendran. Und ich bin DJ dort. Also ich mache nicht Live-DJ, ich tue einfach eine Playlist erstellen, weil ich habe keine Zeit, ich muss trinken. Aber neue Infos, folgt uns doch in den sozialen Medien, dann bekommt das 100% mit. Weil jeder Gast, der kommt, als verkleidet, der bekommt auch noch einen Willkommensshot und es ist eine wirklich coole Bar. Und es wird eine riesen Party. Und wir machen das Freitag, Samstag. Knallhart. Also Freitag und Samstag? Ja. Ich habe sogar ein Budget bekommen von der Bar, um noch mehr Sachen einkaufen, weißt du, zum Dekorieren und so. Weil ich habe ja so eine Schachtel daheim. Andere haben Weihnachtsutensilien daheim. Ich habe eine Schachtel mit Halloween-Shit. Das einzige Ware. Voilà. Nein, aber Halloween ist. Und einfach dazu muss man sagen, für mich ist er auch immer noch, auch heute noch, ich meine eben, das ist vom 78. Kameratechnisch hat so viele geniale Einstellungen, so viel Suspense. Also wenn du sagst, ja eben, er hat auch gerne Film von Hitchcock. Ja, verstand ich. Ja. Das spürt man in diesem Film. In keinem anderen Film spürt man das so sehr wie da. Gut, der Fog vielleicht noch ein bisschen. Also einfach aus dem Kopf aus, vielleicht, wenn wir noch die Liste durchgehen, fallen wir noch mehr auf. Aber da ist mir wirklich extrem aufgefallen, dass er diesen Look immer wieder hat. Weißt du, die Kameraperspektive, die Bewegungen, die Fahrten. Und es gibt ja viele Leute, die da, heute sagen, so, ja, ich finde das ein bisschen lame und so. Ja, okay, es passiert halt wenig Blut, weißt du, es ist wenig, er ist nicht gory. Er ist wirklich nicht gory oder so etwas. Das ist ein Film, wie ich Horrorfilm liebe, er lebt von der fucking Atmosphäre. Das ist ein Horrorfilm, wenn der keine gute Atmosphäre hat, wenn du nicht ein Unwohlsein hast die ganze Zeit, das ist für mich ein scheiß Horrorfilm. Die Filme, die einfach nur auf Splatter und Zeug aus sind, außer Terrifier, die flashen mich einfach nie. Und okay, da haut mich jedes Mal immer wieder rum. Ich schaue da alle 5 bis 10 Jahre. Ich probiere immer grosse Abstände zu haben. Ja. Und jedes Mal, wenn ich schaue, denke ich so, fuck, ist der Hure gut. Ja. Vor allem, weil das so einfach ja, irgendwie fast 40 Jahre alt ist. Oder 45 Jahre alt. Ja, und ich meine, Michael Myers ist einfach ein so Paradebeispiel von einem ikonischen Bösewicht. Mhm. Redet nie ein Wort. Und ja, den Look. Und dass er immer Messer verwendet, er benutzt nie Knarren oder irgendetwas. Wieso auch immer. Ja? Weil Autofahren kann er ja plötzlich. Er ist als kleiner Bub in die Nervenheilanstalt eingeliefert worden, aber Autofahren kann er. Hm, wer weiß. Und das Beste an ihm, also das ist für mich immer das Tollste an Michael Myers gesehen. Michael Myers ist dann am tödlichsten, wenn du ihn nicht siehst. Ja. Weil er könnte überall sein. Yes. Das ist halt eben schon. Ah, ja, eben, Gänsehaut. Wieder einmal. Yes. Jo. Nein, Halloween, ganz klar. Sie wahrscheinlich bekanntesten, grössten Film. Ganz klar. Neben. Okay, The Thing. Ja, also, was man auch muss sagen, für das Budget, das er gemacht hat, im Verhältnis natürlich auch der erfolgreichste Film. Ist das so? Ist er erfolgreich? Ich meine, Halloween ist extrem erfolgreich. Also im Nachhinein, sowieso, im Kino weiß ich es gar nicht. Im Kino hat er eben als Überraschungserfolg. Ja, doch, hat ja ein paar Nachfolger. Ja, nein, macht Sinn. Macht Sinn. Ja. Okay. Gut, gehen wir weiter. Genau, dann auch 1978 hat er einen Fernsehfilm gemacht namens Das unsichtbare Auge. Hey, ist das jetzt das da? Ah, nein, das ist nicht der. Weil es gibt ja noch unsichtbare Augen. Also nicht der, weißt du, mit dem Helikopter. Das ist nicht der. Nein, ist nicht der. Sorry. Ja, das sagt mir jetzt eben auch nicht. Ist ja, Fernsehfilm. Ist die erste Zusammenarbeit mit der Adrienne Barbeau, seiner späteren Frau. Ja, okay. Und ist tatsächlich die dritte Zusammenarbeit in Folge mit dem Charles Cyphers. Der hat bereits bei Assault mitgespielt und er ist der Sheriff in Halloween. Ah, ja, klar. So viel zum Thema. Es hat dort schon angefangen, dass er immer gerne mit der gleichen Mannschaft hat. Ja, das ist so. Er hat sich lieber einfach auf die alten Bekannten verloren, eben am besten Kollegen. Ja, aber das spricht ja auch, das zeigt ja auch in seinem Charakter. Absolut. Oder? Ja, nein, finde ich gut. Jo, also, das unsichtbare Auge, wir können beide nicht mehr dazu sagen. Dann haben wir einen, wo man kann vermuten, dass er ihm eben auch aus persönlichen Gründen wichtig war. Auch ein Fernsehfilm von 1979. Elvis the King. Was
Das ist ein biografischer Film, wo es um den Elvis Presley geht. Ich habe ihn nie gesehen, aber die Hauptrolle spielt hier zum ersten Mal Kurt Russell in einem John Carpenter-Film. Und Kurt Russell ist ja berühmt berüchtigt dafür, wie er den Elvis kann imitieren kann. Ist so? Ja. Ja, ist das so. Hat er ja auch schon in vielen Filmen gemacht. Und er hat ja bis dort ist er auch vor allem bekannt gewesen durch die ganzen Disney-Komödien. Ah ja. Der hat ja als Jugendlicher, dann auch als junger Mann, hat er die Hauptrolle in ganz, ganz vielen Disney-Produktionen gespielt. Ah, ich glaube sogar meistens die gleiche Rolle gehabt. Also gut, Tron, klar, aber sonst habe ich nicht gewusst. Nein, wirklich, also wirklich Disney, so Highschool-Filme und so Sachen, aha, wo, keine Ahnung, das eine Mal hat er irgendwo noch einmal ein Pulver gefunden, wo er dann super stark geworden ist und so, weißt du, so etwa die Schienenfilme. Da habe ich tatsächlich ein paar gesehen. Ja, kann machen, muss man. Aber eben, jetzt reden wir ja über Elvis the King. Hast du den gesehen, Alex? Nein, natürlich nicht. Okay. Ja, dann halt nicht. Hey, ich bin zwar nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass ich den mal als Kind gesehen habe. Hm. Oder als Jugendlicher, weil irgendwie. Ich habe mehrere Biografien über Elvis tatsächlich gesehen. Hm. Es kann sein, dass ich den tatsächlich wirklich gesehen habe. Hm. Ist aber nicht hängen geblieben. Und ich habe jetzt auch als Vorbereitung nicht nochmal geschaut oder so, weil ich dachte, komm, ich kann nicht alles schauen. Okay, gut. Apropos, man kann nicht alles schauen. Der nächste, finde ich, sollte man schauen. 1980 ist nämlich «The Fog», «Nebel des Grauens» rausgekommen. Habe ich auch erst ganz, ganz spät gesehen. Letztes Jahr nämlich zum ersten Mal. Ah, was? Okay, spannend. Ja, wieder in der Hauptrolle. Zurück Jamie Lee Curtis und auch Adrian Barbeau. Kann man sagen, die zwei sind etwa so die Hauptrolle. Tom Atkins auch noch mit dabei. Ja. Der ist schon noch ein bekannter Name. Er hat ja auch die Hauptrolle gespielt in «Halloween 3», wo aber der Carpenter nicht mehr wirklich etwas damit zu tun hatte. Ja, nur der Score, glaube ich. Ja, ich meinte eben auch. Ja. Und auch hier wieder Charles Cyphers bereits wieder mit dabei. Also ich glaube, ich muss meine Aussage vorher korrigieren. Kurt Russell hat, glaube ich, gar nicht in den meisten Filmen von ihm mitgespielt. Also von der Anzahl her, ich glaube, langsam ist schon der Charles Cyphers halt einfach nur in kleiner Rolle. Ja, das kann sein. Ja, und Nancy Keys. Ja, und Jamie Lee hat auch schon eine Bar mitgemacht. Ja, das ist so. Ja. Also, aber wir sind ja jetzt bei «The Fog», «Nebel des Grauens», wo es ja darum geht, dass quasi Geisterpiraten durch unheimliche, schon fast mystische... Rot ist ja schon viel zu viel. Nein, ja, drauf. Kann ich zu viel verraten? Ja, ja, es ist einfach ein Nebel, ein unheimlicher, der Küstenort dort... Terrorisieren. Ja, genau. Mm. Hey, ich habe den Film sehr mögen. Mhm. Klar, ich als alter Hitchcock-Fan, oder? Janet Leigh macht ja auch noch mit. Mhm. Eine von den tragenden Rollen. Die Dame, unter anderem aus Psycho, natürlich kennt. Genau. Und als Mutter von der Jamie Lee. Richtig, genau. Ich finde, das ist auch wieder so ein typischer Horrorfilm, der einfach von der Atmosphäre lebt. Ich meine, die ganzen die Rauchmaschinen und so, die sie hier benutzen, das ist der Wahnsinn. Also, die haben ja. Also, ich glaube. Ich behaupte mal, ein Drittel vom Budget ist auf das drauf gegangen. Und das macht schon Laune. Ja, ja. Ich finde, er gefällt mir sehr, sehr gut. Er hat so seine Längen amigs. Zumindest habe ich ihn so in Erinnerung. Mhm. Hat auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr geschaut. Obwohl eigentlich nur 1,5 Stunden, glaube ich, geht, oder? Das ist nicht so ein langer Film. Ja, genau, 1,29. Mhm. Egal, aber ich finde, atmosphärisch finde ich schon recht cool. Und auch hier wieder, einmal mehr, der Score auch wieder recht cool. Mhm. Wenn du mich fragst. Du kannst ja schauen, ob ich da den richtigen Score finde. Mhm. Aber du kannst gerne noch mehr dazu sagen. Ich finde da vor allem als Stilmittel etwas vom Coolsten, also für mich, ist halt der Adrian Barbeau ihre Rolle als Radiomoderatorin gewesen, die aus einem Leuchtturm raus übertreibt und quasi so immer die Übersicht hat, wo der Nebel jetzt ist. Das habe ich stimmt. Sau cool gefunden. Ja, stimmt. Warte, ich kann da schnell... Lass mich schnell rein. Auch also das absolut ikonisch, wenn du mich fragst. In das Hoch hineingehen und so, das ist geil. Ich weiß, das erinnert mich jetzt irgendwie mega an den Exorzist. Also, das Thema. Weißt du, was es mir eher erinnert? Lustigerweise.
an diverse so Scores von so Games. Das könnte jetzt so der Anfang, nur das Dü-Dü-Dü. Denke mal an Resident Evil, zweite Teil, wo du in den Bullenpost reinkommst. Ich habe gerade genau. Ah, voilà. Merkst du etwas? Ja, ja. Ja, ja. Also, ich glaube, das ist kein Zufall. Mhm. Ja. Bullenposten, du bist einer. Ja, ist doch so. Was ist denn so? Polizeistation. Ja, Bullenpost. Sagt man das nicht so? Hast du es ein bisschen despektierlich gesagt? Also, excuse. Nein, aber weißt du, ich meine, hat schon in die Richtung, oder? Ja, ja. Also, ist schon geil. Ah, ist das geil, Mann. Fuck. Dass ich jetzt schon wirklich etwas drauf kann, Mann. Also wirklich auch musikalisch. Nee, ja. Einfach ikonisch, weißt du? Ich bin ja eh persönlich eher der Typ, weißt du? Es gibt ja viele Leute, die Hans Zimmer oder so formen John Williams sind. Mhm. Also John Williams ist halt einfach bekannt für seine Themes. Mhm. Aber ich finde ein Theme immer geiler als ein durchschnittlicher Score, weil das ist einfach das, was dir einfach im Kopf bleibt, zumindest in meinem kleinen Köpfchen. Und mein Kopf ist eigentlich recht gross, aber sehr leer. Mhm. Und nein, irgendwie, das finde ich jetzt schon mal eine andere Wirkung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hey, wenn du so machst wie der Carpenter, dann, ja, dann hast du einfach alles richtig gemacht. Ich finde eben schon auch, ja. Und hey, das ist auch so ein Beispiel für mich, das ich wirklich, wirklich, wirklich geil finde. Mhm. Also. Okay. Aber gut, gehen wir zum nächsten Film. Ja, und da haben wir natürlich... Soll ich gerade starten mit der Musik? Oh ja. Ich meine, das macht Sinn. Sicher. Melodie für die Geschichte. Hey, und immer die geilen Synthi-Sounds. Das ist brutal. Also, ich will nicht wissen, was der für ausrüstige Besichter heimgehortet hat, wenn ich so Zeug sehe, wenn ich zusammenrasche. Aber ich glaube, rein musikalisch kann man jetzt schon vorausschicken, ist es auch ein Grund, warum es ab den 90er Jahren schwierig geworden ist mit seinen Filmen. Nicht, dass alle schlecht wären oder so. Ja. Aber sie Musik verstanden, sein Sound, sein Score, der einfach ein essentieller Teil von seinen Filmen ist, muss man einfach so festhalten. Der ist halt einfach dann in den 90er Jahren nicht mehr an Schuhe gesehen, nicht mehr relevant gesehen. Ja. Heutzutage, weißt du, mit Stranger Things, mit all diesen 80s-Revents und so, kommt man wieder zurück und findet das wieder huere geil. Aber voilà. Und nennt den Film. Wir reden natürlich über Escape from New York oder Die Klapperschlange auf Deutsch. Stilmässig ein absolut wegweisendes Werk. Es gilt auch als eins von der, wie soll man sagen, eins von der wegweisendsten, stilprägendsten Werk im Bereich des Cyberpunk. Ja, definitiv. Ist jetzt natürlich perfekt, dass der Hill nicht da ist, oder? Ja, das große Fan. Ja, ja, genau. Gut, aber wir mögen das ja auch beide. Voll. Voll. Nicht zu verwechseln mit Steampunk scheint es. Ja. Nein, einfach eine abgefuckte, zwar nicht postapokalyptische Welt, aber eben eine dystopische Zukunft. Alles ist am Arsch. Man muss die Menschheit in ein Gefängnis stecken und das Gefängnis muss halt New York sein. Passt auch irgendwie so in den 80er Jahren. Absolut, wo es ja eigentlich verslammt war. Genau. Also New York war wirklich ein grosser Slum. Ja. Genau. Und natürlich, ikonischer könnte es nicht gehen in der Hauptrolle als Snake Plissken, Kurt Russell mit den Augenklappen. Es ist, nein, und der Look, er schaut einfach immer angepisst rein. Und das ist eben vor allem bei ihm in der Karriere, ist das dann der grosse Change gewesen. Vorher eben eigentlich immer so die lieben Saubermänner gespielt und jetzt da der abgefuckte Soldat, der eigentlich die Schnauze voll hat von allem und wird jetzt aber noch einmal in so einen Auftrag reingedrängt. Und muss dann nach New York rein, um den Präsident von den Vereinigten Staaten dort rausholen, weil der mit dem Flugzeug dort abgestürzt ist. Gespielt wieder von Donald Pleasance, wo man aus Halloween kennt. Also, aus dem ersten Halloween und er hat ja dann nachher noch, außer im dritten, bis zum fünften Halloween
bis zum 6. Halloween, Entschuldigung, noch mitgespielt. Er ist da also ein bisschen, also lange Zeit eher der Begleiter von dieser Reihe gewesen, als ja. Jamie Lee Curtis. Sie ist dann erst später wieder retourgekommen. Jo, hey. Tolle Story. Mega geile Sätze. Auch verschiedenste coole Schauspieler über den ganzen Film durch verteilt. Ja. Harry Dean Stanton, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Isaac Hayes, Adrian Barbeau auch wieder mit dabei. Charles Cyphers auch schon wieder mit dabei. Gottverdammt. Natürlich, ich glaube, es ist wirklich ja. Hey, Lernen wir etwas auch mir selber während der Erfolg? Das ist doch super. Lehrt News. Nein. Hey, also. Flucht aus LA. Escape from New York. Kommen wir später noch zu. Escape from New York. Also, kann man jetzt schon sagen, für mich auch einer der grössten vom Carpenter. Definitiv. Also, in seiner Top 5 ist er immer dabei. Hast du eine Top 5 für dich gemacht? Nö. Ich habe eine gemacht. Okay, ja, das ist einfach. Also, das kriegen wir locker an. Nachher. Ja. Okay. Wollen wir weitergehen? Ich würde sagen, starten wir gerade mit der Musik, oder? Ich habe es jetzt extra schon bereit gemacht. Ja. Weißt du, ich habe ja gelernt, innerhalb von dieser Stunde, die wir jetzt aufnehmen. Finde ich schön, dass du etwas lernst. So bin ich. Ja. Das ist mein Schwellkörper. Schwellen an. Einsatz von Sintis. Schon geil. Und da gibt es noch andere Tracks von diesem Score, aber. Allein wenn der Hund über das einsame Eisfeld rennt und einfach ein Helikopter mit Maschinen quer hinten drin fützt, da weisst du aber schon, was läuft da schief in dieser Welt? Und dann noch die Eiswüste, wo ja wirklich also unangenehmer könnte es nicht mehr sein, unterwegs sein. Und gleich unheimlich toll. Ja, selbstverständlich reden wir von The Thing oder das Ding aus einer anderen Welt. Ja. Auch wieder Kurt Russell in der Hauptrolle. Unter anderem, hey, ein kleines Cast auf kleinem Raum verteilt und doch mit vielen Möglichkeiten, wie man allein kann sein kann. Was willst du mehr als Setting für einen Horrorfilm? Das funktioniert. Er hat eigentlich immer die Idee von, oder einfach die Machart von Alien, von Ridley Scott, einfach weitergeführt mit von wegen, jeder könnte jetzt einfach das Alien quasi sein. Also er hat eigentlich etwas reingebracht, wo klar, es gibt einen Originalfilm davon, oder? Nochmal einen älteren. Aber das war wirklich stilprägend für so viele Jahrzehnte. Also ist natürlich auch ein bisschen so das Ding von Invasion of the Body Snatchers. Na, ganz klar. Du weißt nicht, woran bist du eigentlich, oder? Es könnte jeder sein. Eben, wir sind in der Antarktis, oder? Nein, Alaska. Fuck, jetzt bin ich mir sicher. Ja, weiß ich nicht. Aber es sieht etwa gleich aus. Ja, es ist einfach Schnee. Nein, wir sind in Norwegen, natürlich. Sind wir in der Antarktis. Also ja. Doch, wir sind in Norwegen, natürlich. Auf jeden Fall. Einfach, dort ist einfach ein Raumschiff-Alien-artiges Ding halt ausgegraben worden. Ein Parasit, wo jederzeit jeden befallen kann. Und es geht sehr viel um Paranoia. Wer ist jetzt von diesem Alien eigentlich, oder von diesem, wie nennt man es, Ding aus einer anderen Welt betroffen? Yep. Und so das Ausmerzen, so, ich meine, das ist zum Beispiel etwas, was in Act X auch schon öfters vorkommen ist, nachher, oder? Es gibt sogar eine Folge, die heisst Ice, die ist 1:1 eine Kopie fast von dem. Einfach dort ist einfach eine spulwurmartige Figur. Also, Der Art von Monster kommt es nicht so drauf an. Nein, das ist richtig. Aber
Ey, der Film, der ist so geil. Und vor allem, und da hat er etwas Neues eingeführt, wo vorher noch nicht so eine Thematik bei ihm war. Er hat einfach mal schnell, klar, mit Hilfe von jemand anderem, von jemandem, der extrem unter Hardcore-Druck war, während der Dreharbeiten, hat er einfach mal schnell das Creature-Feature auf ein ganz anderes Level gebracht. Mhm. Yep. Allein vom Look, vom Design, von der Machart her und so. Auch wenn ihm das, ja, ich glaube, das hat ihm wirklich um den Schlaf gebracht, der arme Mann. Aber fuck, ist das geil gewesen. Und ist es nicht der Film, wo der Original Score eigentlich vom Ennio Morricone hat sollen kommen? Oder gesehen ist, offiziell? Zum Teil einmal. Aber die Hälfte davon, auch wenn er ja der grösste Morricone-Fan war, er einfach so ein bisschen... Ich meine, man hat es jetzt schon gehört. Hat das nach Ennio Morricone gedacht von euch? Für mich nicht. Nicht wirklich, nein. Genau, und er hat das einfach so angepasst. Und das ist so wie bei anderen Filmen, wo man oft sagt, ja, weißt du, klassisches Beispiel, Tobi Hooper, Poltergeist, oder? Aber alle, die diesen Film sehen, sagen, ja, sind wir ehrlich, das ist ein Spielberg-Film. Von da. Und da ist auch das ausführende Produzent dabei gesehen. Und hier einfach kann man einfach sagen, bei der Musik, sind wir mal ehrlich, schön hat sie gegeben, Ennio Morricone, schön bist du irgendwie accredited, aber ganz unter uns, es ist ein fucking Carpenter Score. Ennio Morricone hat ja gerade gegen seine spätere Schaffenszeit, hat er sich ja recht ausgeruht und hat einfach noch jenes Zeug, das er in der Schublade hatte, das nicht gut genug war für eine sehr schöne Leone so? Oder was auch immer, hat er recht viel dann noch verschüttet und das ist dann eben so ein bisschen gewachsen. Das hat es recht oft gegeben, habe ich mal irgendwo gelesen. Also ich glaube, also wenn ich so ein bisschen durchgehe durch sein ganzes Film arbeite, ist es tatsächlich der Film, der am besten bewertet ist. Mhm. Von ihm mit einem 8,2 auf IMDb zum Beispiel. Aber wahrscheinlich einer der grössten Misserfolge kommerziell. Das führt dann auch zum nächsten Film, wo noch gewisse, das kann eigentlich fast nicht schief laufen. Da kommen wir nachher dazu. Ja. Über die Qualität sagt das ja noch nicht aus. Aber The Thing, absolut einer meiner All-Time-Favorite-Horrorfilme. Mhm. Muss ich sagen. Der ist immer in meiner Top 10 ist vielleicht knapp, aber ich sage es mal Top 20 auf jeden Fall drin. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob es aber so ich nicht. Ja gut, ich bin halt auch vor allem Slasher-Fan. Also Slasher und halt auch Gore-Effekt und so weiter und so fort. Da bin ich nochmal auf der anderen Schiene. Aber es ist ein sehr starker Film. Also, obwohl der auch genug gore Effekt hat. Ja. Also ich meine, allein die Obduktion vom ersten Opfer. Ich glaube, jeder, der jetzt also den Film sieht, weiß, was ich rede. Allein die Szene, auch der in Anführungszeichen Jumpscare, der dort passiert, aus dem Nichts raus. Vergleichbar für mich mit dem ersten Auftauchen vom Alien, im ersten Alien tatsächlich, oder? Und so weiter und so fort. Ich liebe den Film wirklich über alles. Das Score, das Feeling, die Atmosphäre, auch hier wieder, Atmosphäre, die noch geschafft hat, wie er sie auch schon in Halloween oder der Fog oder so angebracht hat. Unerreicht. Mhm. Unerreicht gut für mich. Absolut stilprägend für das Horror-Genre. Fertig. Ja, voll. Haben wir ja auch schon zusammen an einem Brucko-Double-Feature geschaut. Korrekt. Ja. Gute Wahl gesehen von uns. Ja, ja, ja. Also, kommen wir zum nächsten Film. Also gut. 1983. Eigentlich könnte es im Horror-Genre fast nichts Klassisches geben, als man tut ein Stephen King-Buch verfilmen. Ist es so. In diesem Film, also der Name vom Buch wie auch vom Film ist simpel einfach nur Christine. Und geht um ein Auto, das ein bisschen verrückt spielt. Ja. Also nicht so wie jetzt bei eurem VW daheim, wo irgendwie nicht fahrt. Da elektronische Schiebe-Button, wie nennt man das eigentlich? Was? Weißt du, wenn die Schiebe auf und runter geht? Der Schiebeheber. Dankeschön. Der automatische Scheibenheber nicht mehr funktioniert, das soll ja anscheinend ein VW-Problem sein. Habe ich mir mal sagen lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kenne ich nicht aus. Nie im VW gehabt? Nein, ich nie ein Auto. Ah! Aber. Hey, aber. Was? Wir haben endlich mal etwas gemeinsam, wenn es um Autos geht. Wir haben beide noch nie ein VW gehabt. Stimmt? Ja. Aber Christine, um die Liebe von einem Dude zu seinem Auto und das Auto liebt ihn eigentlich mehr als ihn und tut alles kaputt machen um ihn herum. Mhm. Ziemlich cooles Buch. Ich habe das gelesen. Ich weiß, hast du das nicht gelesen? Nein. Ja, ich finde,
für mich sicher eine sehr passende Nummer für ihn. Und es sind auch ein paar wirklich geile Practical Effects mit dem Auto. Weißt du, wie es so in. Klar, sie haben dann mit Stop-Motion-Art-Technik gemacht, etc. Weißt du, wie das Auto so viel verdruckt, etc. Und so. Aber ich finde immer noch einen recht coolen Film, eigentlich. Also, ich finde den recht nice. Weißt du, hast du den gesehen? Ich habe ihn einmal gesehen, aber das ist recht. So lange her. Vielleicht hilft dir die Musik auf die Sprünge. Wer weiß? Am besten hören wir doch einfach mal rein. Gibt es einfach nur einen Konz Play. Ja, und was man hier bei diesem Film auch muss sagen, er hat einmal wirklich auf fast alle, also ich sage jetzt einmal, obvious Leute verzichtet im Cast. Mhm. Also der Einzige, den er vorher schon mal zusammen geschafft hat, den ich jetzt gerade auf der Liste sehe, ist Harry Dean Stanton. Aber sonst alles neue Leute, auch Leute, die zum Teil voll in der Vergessenheit geraten sind. Also gut, Kelly Preston kennt man noch. Alexandra Paul kennt man sonst eigentlich auch nur. Kelly Preston, hilf mir schnell. Die Frau von John Travolta, die ja jetzt erst gerade verstorben ist. Es ist ganz traurig, aber wo ich habe wirklich an eine Pornodarstellung gedacht, weiß auch nicht so. Ist nicht eine, die so heisst? Kelly Trump hat es gegeben. Nein, die meine ich nicht. Die hat tolle Filme gemacht. Ja, ja, ja. James Bond Parodie. Yeah, Jane Blond. Ach, das ist Supergirl oder so. Das habe ich nie gesehen. Ah, doch. Sind die auch, sehr, kann man die empfehlen? Sehr erquickend. Oh Gott. Wo ist der Hill, der ein bisschen für Ordnung sorgt? Ja, genau. Für das braucht es den Hill. Ja. Ja. Ja, du, Christine. Eben, ich weiss nicht mehr so viel darüber. Ich glaube, hat mir nicht schlecht gefallen. Ah, das ist schon cool. Ja. Nein, also Christine ist. Eben, das ist eher so ein wieder ein Machart-Film, den ich cool finde von ihm. Mhm. Storytechnisch, geil. Also, es ist halt immer noch. Weißt du, also, bei aller Liebe zum Stephen King, wo wir auch ein grosses Special gemacht haben, so all seine Verfilmungen. Unbedingt hören. Dort kommt das auch vor, ganz genau. Ja, es ist halt. Stephen King ist nicht über allem haben immer. Nein. Also, der hat immer grossartige Ideen, aber vier das sieht immer perfekt aus. Ja, I don't know. Ja. Und ich glaube, bei diesem Film, also ich glaube, er selber, ich meinte, ich habe das sogar mal gelesen oder gesehen, er hat selber gesagt, ja, er hat einfach sehr viel, eben nach dem Misserfolg von The Thing, hat er einfach müssen, hat er einfach angenommen, von ja, Stephen King-Film, das ist ein Selbstläufer quasi. Und das merkt man vielleicht ein bisschen im Vergleich zu anderen Filmen von ihm, wo er sich ein bisschen mehr eingebracht hat. Aber ist ja auch ziemlich, ich glaube, der letzte gesehen, den er gemacht hat mit dem Stephen King. Oder? Ich meinte der einzige sogar. Voilà, genau. Eben der erste und letzte und von dem auch ja. Gehen wir weiter zum nächsten. Yo. Und da regt mich so auf, dass ich den nicht gesehen habe. Hast du ihn gesehen? Moment. Ich sag dir das sofort. Ich habe es nicht geschafft zeitlich. Ah, es tut mir echt weh. Ah, Alex. Hast du nicht gesehen? Ich habe jetzt gerade Zeit. Nein, den habe ich auch noch nie gesehen. John Carpenter's Starman von 1984. Komm, wir hören doch schnell rein. Weißt du, ob ich ein Feeling bekomme und so Scheiß. Ich finde, man hört es ein bisschen aus, ein bisschen emotionaler als andere Filme, Scores von ihm. Und tatsächlich. Die erste Oscar-Nomination für den Jeff Bridges. Mhm. Wo ja hier. Dude. Unter anderem.
ja, wo er da Außerirdische spielt, wo die Form vom Ehemann von einer jungen Witwe annimmt. Gespielt von der Karen Allen, wo man aus dem ersten Indiana Jones und dem vierten Indiana Jones, ich weiß nicht, ob sie im fünften dabei ist oder nicht, keine Ahnung, ich meine, egal. Ich glaube schon, doch. Okay, ja gut. Mitspielt, ja. Eben, wir haben beide nicht gesehen, spielen noch ein paar Schauspieler mit, die man ein bisschen kennt und hat auch doch nicht. Gerade so einige, die man irgendwie irgendwo in einer Nebenrolle sieht. Oder der Pilot aus Conair zum Beispiel ist mit dabei. Der Anti-Polizist von Brooklyn Nine-Nine macht auch mit. Der Anti-Polizist? Ja. Moment. Auch als Polizist. Ist er das? Ist ja, das ist garantiert er. Ja, ja. Fuck, ja, das ist der Hitchcock. Ja, das ist der Hitch. So geil. Ja, nein, ey, der Film, es tut mir echt leid für unsere 202 und alle zwischen drüber aus. Ich wollte wirklich noch schauen, es ist einfach zeitlich nicht mehr gelegen. Also, wir müssen auch mal sehen, wir nehmen zwei Folgen auf pro Woche. Jo. Und ich habe immerhin noch vier Filme nachgeholt für das Special. Leider in die falschen, habe ich im Nachhinein gemerkt. Aber ich habe auch gemerkt, wie viel ich schon gesehen habe vom Captain. Das ist crazy. Ja, und der hat einfach nicht mehr, der ist nicht mehr gelegen. Aber ja, ich werde da sicher mal demnächst in eine Rückblickfolge bringen, weil ich bin wahnsinnig heiß auf den Film. Okay. Irgendwie die Geschichte und Jeff Bridges und so. Irgendwie, das könnte einer für mich sein. Ja, ich glaube, der könnte mir gut gefallen. Ich glaube, es könnte einer sein, der einem ein bisschen ans Herz geht. Ja, genau. Und das ist ja auch schön. Jo. Weißt du? Und immer da die hartgesottenen da. Ja, womit wir zum nächsten kommen, weil der geht einem definitiv nicht ans Herz. Ist das so? Ja. 1986, Big Trouble in Little China. Also, hey, ich glaube, der spaltet Filmfans ganz extrem. Weil es gibt auch die Musik nicht, oder? Komm, wir los mal rein. Ja, mach mal. Weil alles andere wäre dumm. Ah. Jetzt geht der Ordnungsfakt. Der Ton schon, ja, okay. Das ist schön. Ja, ja. Ich glaube, viel mehr müssen wir nicht bringen. Nein, also, ich meine, hey, Big Trouble in Little China ist eine Anordnung von Klischees, von unsinnigem Zeug. Ist einfach so? Nur, damit man gewisse Szenen kann machen kann. Macht so? Inhaltlich überhaupt keinen Sinn. Nicht. Er macht allerdings sehr vielen Leuten sehr viel Spass. Mir inklusive. Ich bin eben nicht so der grösste Fan von dem. Ja, tatsächlich. Ja, also nein, weißt du, er ist okay. Aber nein, er holt mich eben nicht so riesig ab. Aber Kurt Russell in der Hauptrolle als Jack Burton, Trucker, der per Zufall ein saumässig guter Fighter ist und saumässig gut kann schiessen und wie für Fremdsprachen, dass er eigentlich kann, wollte ich gar nicht wissen. Ja. Dann war es auch einer der grösseren Filme von der Kim Cattrall, wo mittlerweile ja Sex and the City und so kennt, und natürlich der James Hong. Wenn du früher irgendwie einen chinesischen Bösewicht gebraucht hast im amerikanischen Kino, dann hast du den James Hong gebucht. Das ist einfach so. Ist das so? Ja. Und ja, eben ganz, ganz viele Klischees. Also alle Asiaten können mal grundsätzlich Kung Fu und sind böse Zauberer. Klar. Und, ja. Und ein paar gleich geile, so ein bisschen, nicht Gore-Effekte, aber einfach so ein bisschen, so, ja, doch, so Effekt halt. So Puppen und so. Mhm. Und an der Stelle würde ich gerade schnell Werbung machen. Einmal mehr für das Double Feature vom Brucko. Bukos Horrorfilmfestival oder Filmfestival feiert nämlich am 28.10., also Oktober, haben wir das nächste Double Feature. Und dort zeigen wir tatsächlich im Rahmen von Double Trouble in Little China, zeigen wir Big Trouble in Little China, eben den Film, den wir jetzt gerade gesagt haben, ab der 12. im Excelsior Book. Übrigens von überall her super erreichbar. Und gerade danach zeigen wir Dead Heat. Und ja, Dead Heat, das ist wirklich... Es ist ein riesen Bullshit. Aber wir gehen auch wieder in die Richtung oder es wird einfach eine riesen Party. So viel darf ich schon mal verraten. Es wird eine riesen Party. Unbedingt dabei sein. 28.10.
Big Trouble in Little China und Dead Heat als Double Trouble in Little China im guten alten Excelsior in Bruck im Aargau. Ah, schöner Moment. Oder? Ich freue mich mega drauf. Ja. Wird super, also. Super. Ich noch etwas sagen zu Big Trouble in Little China? Oder wollen wir weiterfahren? Nein. Ich finde, die Leute sollen das selber entdecken für sich. Okay. Gehen wir lieber zum nächsten Film. Also, als nächstes geht es ein bisschen... Ich kann die Musik einsteigen. Kannst du machen? Ja, sie ist schon ready. Ja, dann mach. Die ganze 3 Minuten laufen. Ich labere jetzt einfach mal rein. Also ist gut. Und zwar geht es hier um den Film von 1987 namens Prince of Darkness oder auf Deutsch John Carpenter's Die Fürsten der Dunkelheit. Yes. Auch schon Bruck gelaufen. Korrekt. Und, Was ist das der letzte? Ich weiß es nicht. Ist das der zweite Film, ich glaube, oder? Nach Starman ist also der zweite, der mit John Carpenter, weißt du schon, wie werben tut. Mhm. Weißt du, wie man es von Stephen King's ist? Stephen King's Shining, Shining nicht, aber weißt du, was ich meine? Und da ist einfach schon ein bisschen losgegangen, also zumindest etabliert worden, dass man mit seinem Namen dort auch werben. Weißt du, von wegen John Carpenter gleich Horror, gleich geil schauen. Und Fürsten der Dunkelheit oder eben Prince of Darkness. Also im Englischen haben sie, glaube ich, nie mit seinem Namen. Also er ist schon immer John Carpenter gestanden, aber. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja nicht. Also es gibt sehr, sehr viele Fans von diesem Film. Mhm. Ich finde ihn eher einen von seinen. Ja, Film. Also er kommt nicht in meine Top 5, so viel kann ich schon verraten. Also ich meinte ja, dass ich das Jahr am Bruck gelaufen bin. Dort habe ich den Film zum ersten Mal gesehen. Das ist richtig. Und ja, es ist definitiv einer der zäheren Filme, weil es doch recht langatmig, es wird relativ viel geredet. Und er ist, ist er am dritten Tag gelaufen oder so. Also ich habe gefühlt schon 1000 Filme gesehen und dann der und... Ah, das ist so dann der Moment, wo man sich jetzt muss überlegen muss, wie schaffe ich es jetzt, dass ich keine Schlöfe mache. Mm-hmm. Was halt im Kino und dann gerade noch im Excelsior seinen super tollen, bequemen Sitz noch. Schwierig. Mm. Ja. Oder ist er im Odeon gelaufen? Weiß auch nicht, aber die Stimmung ist gleich. Ja, hey, ist okay. Sollte man sich auf jeden Fall einmal geben. Aber vielleicht. Nicht, wenn man jetzt gerade mit Kollegen eine Filmnacht macht und irgendwie 4-5 Filme am Stück schaut und den ganz weit hinten schieben. Das sollte man nicht machen, das ist ein Fehler, da kriegt keiner den Film mit. Weil er eben recht langatmig. Hey, wie mit dir, ist auch nicht gerade einer meiner Favorites. Wird so oft als einer der besten John Carpenter-Filme genannt. Mhm. Interessanterweise, was ich ein bisschen spannend finde, annonciert. Aber, ja. Ich meine, klar, was er halt einfach hat, das müssen wir ihm lassen. Er hat einfach den Alice Cooper als Anführer von der Obdachlosen. Das ist schon ziemlich cool. Ja, das ist schon das Highlight gewesen. Und der Rollenname ist einfach Street Sheet. So. Also, ja, ist okay. Ja. Ja. Aber ansonsten, nein. Eben, gell. So. Ja, aber es gibt sicher ganz, ganz viele Fans von dem. Er hat auch eine 6,7 Bewertung auf IMDb, also einen besseren Durchschnitt, kann man sagen. Mm-hmm. Ja, stimmt. Ist doch okay. Ich finde auch, das kann man schon mal machen. Und es gibt ganz viele Leute, die da wirklich lieben werden. Mm-hmm. Da bin ich überzeugt. Ist einfach so einer von meinen ersten, die ich nennen würde. Der nächste da ist ganz nah dran, muss ich sagen. Der nächste ist bei mir eine absolute Schande. Oh. Weil ich ihn nicht gesehen habe. Ah, was? Ja. Der kommt gerade in meine Liste doch von meinen Top 5. Oder extra. Finde ich gut.
Ja, wir reden natürlich von Daylif oder John Carpenters Sein Leben von 1988. Ja, Außerirdische auf der Welt. Das klingt irgendwie ein bisschen wie der Soundtrack von Renegade. Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ich habe gerade Lorenzo Lamas gesehen, ja. Mit seinem scheiß Mantel. Es war natürlich das gleiche Instrument, das du auch nicht so oft hörst. Ja, fair enough. Ja, eben. Aliens wieder einmal. Also, das ist auch so etwas, das zieht sich mit John Carpenter auch recht durch. Aliens hat er öfters einmal. Wo da ein bisschen Sachen machen, die alle anderen Leute aber nicht sehen. Aber der Hauptcharakter hat so eine spezielle Sonnenbrille und mit der sieht er das. Und das Spezielle ist halt sicher, in der Hauptrolle ist mal kein klassischer Schauspieler, sondern der sogenannte Rowdy Roddy Piper. Ein sehr, sehr bekannter Wrestler, der vor allem in den 80er Jahren gross war. Keith David auch noch. In einer grösseren Rolle, wo man sonst viel in Nebenrollen sieht. Da haben wir auch schon in Platoon und so weiter und so fort. Also in ganz, ganz vielen Filmen gesehen. Mac Foster ist da auch mit dabei, wo man in den letzten Jahren wieder viel mehr sieht. Mac Foster, hilf mir schnell. Holly spielt sie. Ja, ja klar, aber wo kennt man die heute so? Die hat in der letzten Zeit in fast jedem Rob Zombie-Film mitgespielt. Einfach immer in einer kleinen Nebenrolle. Ah, ja, einfach irrelevant. Okay, ja, mach weiter. Ja. unter anderem hat Evil Lyn gesehen aus Masters of the Universe im Film. Verdammt, kenne ich sie natürlich! Jo, fuck! Alter, du hast mir gerade meine Welt eröffnet. Natürlich. Selbstverständlich. Die Augen kannst du nicht vergessen. Sie ist ja bekannt für ihre extremen blauen Augen. Ja, aber ist das so? Also, Hill? Finde ich auch. Ah, gut, dann. Ja, weiß. Wenn er das auch so sieht. Ist so. Okay, shit. Jo, eben, viel mehr kann ich zum Film nicht sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und, ja. Aber den hole ich ganz sicher auch noch versprochen. Ey, grossartig. Ich finde den wirklich, wirklich toll. Er ist... Also, es ist wirklich da... Wie soll ich das sagen? Ja gut, okay, neben Big Trouble in Little China, der auch so ein bisschen Trash-Faktor auch hat, ist Daylif hat auch einen absoluten Ober-Trash-Faktor. Mhm. Aber... Im absolut positiven Sinn. Ich finde, da passt es irgendwie auch. Ich finde, die ganze, immer wenn er Brüllen anzieht, ist grossartig. Das ist so ein das, so, der Film, ich meine, der ist von 88, der hat so ein den 80s Action-Film-Vibe. Weißt du, so mit diesen über harten, coolen Dudes. Weißt du, was ich meine? Ja. Auch so cool sind, dass sie schon zu cool sind für die Welt. Und eben, er ist da, der Roddy Piper ist genau die Figur. Und Zahnlugenbaby neben ihm auch. Und es gibt dann eine Kampfszene, das ist eine von meinen All-Time-Lieblingsszenen von The Carpenter-Film. Das kann ich jetzt schon mal vorweg schicken. Und er sich dort, wo er dort kämpft, mit dem, wie heisst er, eben, der Dunkelhäutige. Keith David. Keith David, genau. Und die Kampfszene ist wirklich einfach nur so, weißt du, Füßchen und so. Mhm. Aber die Szene geht gefühlt 20 Minuten. Es ist noch nur etwa 5 Minuten, aber es ist abartig lang. Mhm. Und sie geht einfach 5 oder 10 Minuten lang wieder auf die Nuss. Und es ist echt, so das siehst du einfach nie. Mhm. Weißt du, normalerweise ist immer so ein Schlag und dann ist K.O. Ja. Und da ist also ganz sich in so einer Strasse, also der Nebenstrasse, geht sich einfach gefühlt 20 Minuten lang so hart auf die Nuss, wie du es aus dem Wrestling kennst. Oder aus Bud Spencer und Terence Hill Film. Ja, voll, aber das stehen sie auch nie auf, weißt du? Es sind immer neue Gegner, die kommen. Es sind immer einfach, ich muss mir vorstellen, Bud Spencer gegen Terence Hill am Kämpfen. 10 Minuten lang. So kommt es einfach vor. Ja. Und irgendwie, es ist so. Ich weiß, wo ich das erste Mal gesehen habe und jetzt auch beim Rewatch von etwa 2-3 Jahren. Hey, ich habe wirklich. Wir sind Tränen verstorben von Lachen, weil es ist so. Unnötig, die Szene, so unnötig in die Länge gezogen. Und es ist einfach so, im Nachhinein habe ich ein bisschen darüber gelesen und gelernt darüber. Und es ist einfach so gesehen, so, ja, sie haben einfach halt beide eine Sandman-Erfahrung und Wrestling und bla bla. Mhm. Und sie haben es einfach ausgenutzt und der Joe Carpenter hat es einfach so geil gefunden, wie sie sich so minutenlang auf die Nuss gehen. Dass er einfach gefunden hat, hey, fuck it.
egal was passiert mit dem Film, obwohl er eigentlich eine wahnsinnig schlaue Sozialkritik hat, mit dem Konsum und weißt, eben so Konsumverhalten von uns Menschen ausgeht. Er hat es einfach drinnen gelassen, weil er es auch so lustig gefunden. Und eigentlich kann man das auch wieder als Parabel verstehen, auf eben, wie wir Wrestling oder überhaupt Kampfsport wahrnehmen. Einfach nur so als geil oder so aufnehmen und konsumieren und so. Ja. Aber einfach die Schläge etc., die nicht weh. Weißt du? Wie es oft in so Actionfilmen ist. Es tut nicht weh. Mhm. Weißt du, du fühlst es nicht mit. Sondern das ist einfach pure Unterhaltung. Und da die Szene, die jetzt einfach ad absurdum treiben. Und das finde ich irgendwie huere cool. Mhm. Ich mag den Film sehr. Ist nicht einfach meine. Ja, doch, jetzt vielleicht. Es ist. Wir sehen es am Schluss. Aber ich finde es geil. Der Liv, unbedingt. Den müssen wir sehen. Das ist für mich einer, der auf jeden Fall man muss sehen muss. Ja, das glaube ich dir so. Ist halt lange auch ein bisschen das Problem gewesen. Du hast den fast nie irgendwo gesehen. Das stimmt. Der ist auch das mit der Glotze gelaufen. Ja, das stimmt. Der hat keine Sau interessiert. Und DVD hast du auch. Also, du hast das Bild, weißt du, das Poster, das absolut auch wieder da ein wahnsinnig geiles Poster, weißt du, mit seiner Brille, wo du in Brille Spiegelbild so das richtige Wesen siehst. Sehr clever gemacht, ja. Ey, das ist eins der geilsten Poster, finde ich, von ihm. Vielleicht können wir am Schluss noch unsere Lieblingsposter irgendwie nennen. Aber das ist auf jeden Fall bei meinen Top 5 dabei. Okay. Also, kommen wir zum nächsten Film. Oh, ich liebe ihn. Von 1992. Ja. Sicher einer für den John Carpenter ungewöhnlichsten Film. Es ist eine klassische Horrorfilmgeschichte, die aber komplett als Komödie inszeniert worden ist. Also mehr oder weniger als Komödie inszeniert worden ist. Was hauptsächlich natürlich daran liegt, dass Chevy Chase die Hauptrolle gespielt hat. Und zwar Memories of an Invisible Man, Jagd auf einen Unsichtbaren. Ja. Wie schon gesagt, Hauptrolle Chevy Chase, dann als... ja, wir brauchen jemanden, der nebenan gut aussieht. Daryl Hannah. Und wir brauchen auch noch einen überzeugenden Bösewicht. Nimmst du natürlich den Sam Neill. Das funktioniert eigentlich immer. Michael McKean auch noch mit dabei, wo man mittlerweile natürlich wieder sehr stark kennt als Charles McGill in Better Call Saul. Chuck McGill, Entschuldigung, in Better Call Saul. Und er war ja auch der Leadsänger in Spinal Tap. Unter anderem. Jo, hey, habe ich ein paar Mal gesehen, ist sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr kurzweilig. Hat nicht viel tieferen Sinn, ist einfach nur pure Unterhaltung, finde ich. Mhm. Ja, also das ist tatsächlich so, eben das ist schon vom 92 und ich weiss, das ist eigentlich für meine ersten Videothekenerfolge, als in dem Fall 7-Jährige. Ja. Und ich habe den Film als Kind, ich habe den wirklich seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht mehr gesehen. Aber als Kind habe ich den auf und runter geschaut. Gefühlt jeden zweiten Videothekenausflug habe ich den mitgenommen. Ich liebe den Film wirklich. Als Kind habe ich den wirklich geliebt. Ich habe ihn nicht mehr gesehen seitdem. Wahrscheinlich ist es eine Katastrophe. Aber ich habe mich nicht getraut, den nochmal zu schauen. Weil ich so viele geile Effekte, weißt du, wo sich die Bandagen umsetzen, so, die haben mich so gefesselt und geflasht. Das Make-up, das sich auftreten, mit so einer Brille rumlaufen. Ey, ohne Witz, das hat mich kaputt gemacht. Ich habe es wirklich, wenn ich da auch so, aber ich sehe den Film vor mir. So viele Szenen. Und ich traue mich fast nicht, auch nochmal zu schauen. Ich weiss aber, ich habe ihn geliebt und von dem her, ich werde ihn nicht mehr lieben. Ich bleibe einfach jetzt mal dabei, ich finde das super. Fuck it. Hey, mir hat er eigentlich. Wer will mich jetzt verhaften? Mir hat er eigentlich auch immer gut unterhalten. Klar, eben. Ich bin auch wirklich Chevy Chase Fan. Ich mag seine Filme fast alle. Nicht ganz alle, aber sehr, sehr viel. Und ich glaube, von ihm ist da eben schon auch noch einiges mit eingeflossen. Er ist ja auch dafür bekannt, dass er immer wieder einmal Ideen Regisseur vorbringt, durchsetzt. Ob es der Regisseur will oder nicht. Beim Carpenter kann man es jetzt schwierig vorstellen. Vielleicht hat sich einfach seine Art von Humor mit dem vom Carpenter deckt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jo. Also, aber so viel zum Thema Jagd auf einen Unsichtbaren. Kommen wir zum nächsten Film von 1993. Ist auch wieder einer, den ich nicht gesehen habe. Und zwar ist das Bodybags. Cool. Doch, da habe ich gesehen. Okay. Ja, da habe ich gesehen. Das ist ja Regie Carpenter. Toby Hooper und richtig. Larry Salkis. Ja, das ist, ich glaube, es ist gerade Fan. Ist nicht eine TV-Produktion gesehen? Habe ich jetzt. Doch, ist ein Fernsehfilm, ja. Okay.
Ja, es ist einfach so ein Episodenfilm, mhm. wo einfach verschiedene Regisseure etwas gemacht haben. Und mal da habe ich gesehen und da habe ich als ganz okay im Kopf, weißt du, so ein bisschen im, Geschichten aus der Groove innen. Ja, also, wenn man das Cast anschaut, also, meine, sorry, da müssen sich einfach ein paar an einer Horror-Convention drauf haben und gefunden, ja, machen etwas zusammen. Weil unter dem Cast auch noch mit dabei Wes Craven, Sam Raimi, yes. Carpenter selber, Toby Hooper ist auch im Film mit drin. Hey, ich weiss noch, wenn ich den Film, auch viel zu jung, wahrscheinlich ein paar Jahre später, aber gleich halt mit so 10, 12 oder so, ich habe die Videokassette bekommen, ich glaube auch aus einem Videothek im Fall. Und ich weiss noch, das hatte ein ziemlich cooles Cover gehabt, so in meiner Erinnerung. Ja, so, oh, Bodybags. Und ich so, ja gut, okay, was heisst das? Ah ja, genau, das ist ein Leichensack. Wow. Das ist echt der Shit. Und ja, und haben wir reingezogen. Ich hatte eigentlich recht coole Erinnerung. Es ist nicht weltbewegend, so, aber ich glaube, das kann man schon machen. Ja. Weißt du, neben all den anderen Episoden Horrorfilmen, weißt du, was es so gibt? Ey, ja. Ja. Wieso können wir endlich zum guten, so einen von meinen Lieblingsfilmen schauen? Nein, regst mich schon über den reden wir nicht, weil es gibt einen Erfolg dazu von uns. Aber der Alex geht jetzt gerade durch, wenn ich das jetzt so... Schnappatmig, Schnattatmig! Nein, 1994, die Mächte des Wahnsinns. Wir lassen uns jetzt noch kurz darüber aus, aber hört auch unsere Folge, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schon in die Richtung. Metallica hat sich schon in Spiel gelassen, oder umgekehrt. Umgekehrt. Nein. Das ist schon ziemlich unverkennbar. Ja, genau. Nein, ey, In the Mouth of Madness. Ich liebe den Film über alles. So. Viel mehr will ich gar nicht so sagen. Eben, wir haben ja Erfolg dazu. Genau. Sam Neill. Ich meine, das ist was schon, wie man sagen, eine Aufarbeitung von dem Christine Stephen King Trauma, das er da hat, weil da ist einfach die Hauptfigur auch so eine quasi Stephen King Figur und einfach der Detektiv gespielt vom fucking Sam Neill, der einfach göttlich ist in der Rolle, wo da in die Welt von ihm eintaucht, das quasi Main, wie man es vom Stephen King auch kennt. Ja. Es ist so obvious, also es ist so offensichtlich. Ich liebe es. Ich liebe die Mächte des Wahnsinns In the Mouth of Madness, einer von meinen All-Time-Favorite-Horrorfilmen. Und auch ein, logischerweise einer von meinen All-Time-Favorite-Filmen. Von dem her, kommt gerade weiter. Also, 1995 haben wir, auf Deutsch heisst er, das Dorf der Verdammten, oder auf Englisch Village of the Damned. Mit diesen drei total psycho aussehenden, knatschblonden Kiddies mit den roten Augen. Also, eigentlich, ja, keine Ahnung, kiffen die Albinos oder was? Ich habe den erst gerade gestern geschaut. Okay. Ja, den hast du ihn schon gesehen? Nein. Hey, also weißt du, auch von Cassio Gracie, oder? Ich meine, der Christopher Reeve, oder? Der Superman, oder? Damals noch auf der Beine. Und lebendig. Jo. Kirstie Alley immer am Rauchen, wie man sie eigentlich kennt. Das hast du gar nicht geraucht. Denn, doch, in jedem fucking Film hast du sie rauchen. Nein, Star Trek 2 nicht. Ja, das ist der einzige in dem Fall. Das ist ein Geil. Da siehst du nochmal, wie uncool Star Trek ist. So, Case closed. Dann haben wir natürlich auch noch so Leute wie Linda Kozlowski, die Frau von Crocodile Dundee, auch in dem Film. Ja, voll. Und so weiter und so fort. Oder wie es meine Freundin ganz. Ja, Mark Hamill. Oder bei der Linda Kozlowski, ich so, oh shit, das ist auf die Frau vom Crocodile Dundee gesehen. Und, so. Und einfach die Freundin sagt, ah, das ist keine Pornodarstellerin. Ich so, oh shit, okay. Ja, es hat schon hier etwas von einer 80s Pornodarstellerin in diesem Film. Hey, wir haben da gestern geschaut und ja, ist so eine typische. Es fühlt sich an wie eine 0815 Stephen King-Verfilmung. So hart es klingt. Aber er ist nicht ohne. Also er hat schon seine Momente, die ich recht cool finde, persönlich. Aber ja, es hat auch so ein bisschen den Fernseh-, den TV-Film-Look, amigs, weißt du?
ja, man kann weitermachen. Weißt du, nur schon die Beschreibung. Ja? Die Frauen einer Kleinstadt bringen unfreundliche Ausländerkinder zur Welt, die sich als, die sich als Menschen ausgeben. Das ist die Beschreibung, ohne Witz. Hey, auf das ist ja hurgeil. IMDb-Übersetzungen. Ausländerkinder, best. Nein! Best. Also wirklich, also die Übersetzungen sind wirklich immer wieder gross. Oh Mann, also. Uff. Okay. Gut, machen wir wieder. Komm. Den grossen Comedy-Moment haben wir jetzt, glaube ich, schon. Für die Folge. Also. Haben wir nicht schon gehabt, wo wir angefangen haben? Also kommen wir mal den nächsten. Das ist eigentlich der nächste Film. Das nimmt mich echt Wunder. Der nächste ist eine Fortsetzung. Was, so, so. Ja, was ja nicht wirklich etwas ist, was der Herr Carpenter oft gemacht hat. Er hat es nur das eine Mal gemacht. Nein, zwei. Zwei? Halloween 2 ist ein Film. Und das hat er, der hat sich doch gewehrt dagegen. Also er hat nicht Regie geführt. Bist du sicher? Ja. Das ist Stimmt, nein, er hat sich dagegen gewehrt. Mhm. Und ja, stimmt. Nein. Okay, sorry. My bad. Ja. Nein, und 1996 hat er Flucht aus L.A. oder Escape from L.A. gemacht. Und zwar ist das die Fortsetzung von Escape from New York. Wer wundert es? Oh. Und eigentlich einfach... Hey, also von mir aus gesehen, Carpenter hat einfach Bock auf Fun gehabt mit seinen guten Kollegen. Und das hat er natürlich wieder mit Kurt Russell gemacht. Als Snake Plissken und also der Cast hier, die Leute, die sich hier in diesem Film tummeln, das ist ja nicht mehr normal. Also Steve Buscemi, Stacy Keach, Pam Grier, Valeria Golino kennt man ja auch noch, Peter Fonda in einer ziemlich dummen Rolle, Bruce Campbell, der grossartig war, sau witzige Rolle. Mhm. Hey, der Film ist ja recht verrissen worden von vielen. Er hat nicht hat es nicht so ganz das Alleinstehungsmerkmal gehabt wie Flucht aus New York oder die Klapperschlange, weil er halt nicht so viel Neues gebracht hat. Und auch von den Kulissen her, das Cyberpunk-Element ist von mir aus ein bisschen zu kurz gekommen. Es ist einfach alles einfach mega auf Coolness gemacht gewesen. Was mir aber mega Spass gemacht hat. Und auch hier habe ich den Score grossartig gefunden. Da haben wir sogar mal irgendwann die CD gekauft davon. Ah ja? Ja. Hm. Film geschaut und dann irgendwie auch so hängen geblieben im Schädel, dass ich es einfach wieder haben müssen hören. Gibt's auch mal. Jo. Du hast ja dann noch nie so lange zum ersten Mal gesehen. Das ist richtig, ja. Ich glaube, vor einem Jahr oder so. Ziemlich genau, ja. Und ein riesen Trash-Film. Aber ich habe schon viel Spass gehabt. Ich eben auch. Also, es ist kein guter Film, aber... Ja. Ich habe wirklich ein Herz für Trash. Und es ist... Das ist einer von diesen Vertretern von diesen Filmen, wo du merkst, wahrscheinlich während im Verlauf von der Produktion, dass du merkst, oh shit, das wäre vorher, glaube ich, nichts. Ja, dann ziehen wir sich einfach weiter durch, fuck you all style. Und allein die Szene, wo er am Surft am Schluss, es ist wirklich so schlecht. Ja, die ist wirklich obertrash. Dann dafür die Szene, wo er die Briefung hat, wo er muss den Basketballkörb treffen muss. In einer vorgegebenen Zeit. Fünf Bälle muss er versenken. Und jeweils immer auf der anderen Spielfeldseite. Und das Ganze als One-Shot. Und der Kurt Russell hat das in echt gemacht. Ja, wie die Sigourney Weaver, oder? In Alien 4. Mhm. Nur man hat er einfach länger gebraucht, als sie. Ja, und hat ja noch ein bisschen säckeln. Also. Ja gut, also säckeln, das ist ja kein säckeln. Ja, aber... Hast du den Film gesehen? Also, Entschuldigung. Ich... Als alter Basketball... Aber das ist ein anderes Thema. Ja, gut. Ja, gut. Aber musst du jetzt erst mal noch... So, sie ist einfach dort gestanden, das ist viel cooler. Sie hat ihn eigentlich nass gemacht mit dem. Das ist wirklich, das ist im Basketball ist wirklich schlimm. Kurt Russell, sorry, da ist nicht Coolheitsfaktor gewonnen mit dieser Szene. Das ist ein fucking Snake Plissken, er braucht gar keine Coolheitsfaktoren mehr, er hat eine Augenklappe. Ja, das hilft. Ja, das ist so. Okay, dann gehen wir doch weiter, kommen wir zum nächsten Film. Unbedingt. Und zwar 1998. Hat sich der John Carpenter wohl gedacht, hey, ich will jetzt endlich mal einen Western machen. Wo aber kein Western in dem Sinn ist. Und einen Vampirfilm habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Stimmt. Also komm, machen wir doch beides miteinander. Irgendwie, aber machen wir in der heutigen Zeit. John Carpenters Vampire oder einfach Vampire im Original. Mit dem James Woods in der Hauptrolle. Das ist das, was ich gesagt habe. James Woods hat
über den Film gesagt, er hätte immer einmal wollen in einem Western mitspielen. Er sei aber nie dafür gecastet worden. Und darum hat er sich scheisse gefreut, dass er die Rolle angeboten bekommen hat. Und, also, ich glaube, nebst Halloween und, ja, Jagd auf einen Unsichtbaren habe ich auch ein paar Mal gesehen, aber ich glaube, nebst Halloween ist das der Carpenter-Film, den ich am meisten gesehen habe. Weil da habe ich mir halt gerade zugetan, wo der rausgekommen ist. Ich meine, 98, da bin ich natürlich voll auf alle Horrorfilme gewesen, die irgendwie Finger bekommen hast. Logo. Habe ich noch die Kauf-VHS gehabt und alles. Hey, und ich finde den eigentlich auch cool. Er ist auch wieder sehr trashig irgendwo. Aber hey. Ja, aber ich mag genau. Ich mag genau. Ich bin voll bei dir. Ich habe erst vor ein paar Monaten mit dem André vom Filmarchiv das erste Mal gesehen. Ich habe einfach wieder geschaut auf einen Blu-ray, den ich hier gekauft habe. Und der ist auch absolut verrissen worden in der Luft. Aber ich finde den gar nicht schlecht. Ich finde den recht cool. Mir macht er immer noch Spass. Der James Woods ist eigentlich schon fast anstrengend, wie cool er ist oder wirkt in diesem Film. Aber fuck it. Ich mag ihn eben schon. Ja, ich irgendwie auch. Und es ist einfach, es ist so peinlich. Es ist wirklich, also, weißt du, wenn du heute schaust, sagst du so oft so, oh Gott, wie peinlich ist es eigentlich. Aber fuck, es macht halt gleich Laune. Jo. Er ist recht explizit. Also die meisten Vampirfilme sind ja nicht sehr explizit, weißt du, also nicht sehr brutal, sondern immer so ein bisschen romantisch angehaucht. Und das ist da alles, aber er ist alles, aber nicht romantisch angehaucht. Ja, ja, der ist, er ist schon eher splatterig schon fast. Ja, und ich finde ihn auch geil. Er ist schon eher in einer Schiene von Blade. Zum Beispiel. Ja, definitiv. Ja, ja, ganz auch klar. Auch mit den ganzen Waffen und so. Ganz klar, nein, voll. Und ich weiß, es finden voll viele blöd und so. Allein die Eingangsszene mit den Pfahl, wo sie die Leute Pfahl und dann rausziehen ins Sonnenlicht, das ist einfach so geil. Mhm. Ich finde ihn auch cool. Echt cool. Ja, next. Ich eben auch. Gibt ja noch eine Fortsetzung davon. Ja, die hat aber den Kabel nicht gemacht. Doch, die habe ich auch geschaut. John Bon Jovi in der Hauptrolle. Ja. Nein, Moment, John Bon Jovi, ist das nicht bei Fantastic Dawn gesehen? Nein. Nein, es ist Vampire. Fuck my life, ey. Aber egal wie, ich habe es nicht geschaut, weil John Bon Jovi ist einfach unerträglich. Er ist nicht einmal das Schlechteste am Film. Nein, der John Bon Jovi ist eigentlich... Du siehst wie ein Neidu, will ich fast sagen, ich weiss, von den USA. Nicht. Ja, ja. Ja. Dann haben wir noch als nächstes 2001. Oh. Ghosts of Mars. Fuck. Yep. Ja, ich geniere mich ein bisschen. Ich habe nicht geschafft zu schauen. Ja, obwohl... Eben, wir haben es vorher schon davor gehabt, dass wir beide nicht gesehen haben oder nie gesehen. Also, eben, ich bin ziemlich sicher, ich habe ihn gesehen. Ich weiß ganz viele Szenen aus dem Film. Ich weiß, ich habe da, also ich glaube, ich habe gesehen, ich habe einfach nochmal wollen schauen, weil damals habe ich ihn ziemlich scheiße gefunden, wie durchschnittlich jeder im Internet. Mhm. Aber ich habe eben gerne nochmal geschaut, weißt du, so, weil ich habe wirklich kaum Erinnerungen an den Film. Aber es hat mir einfach zeitlich nicht gelangt. Das tut mir wirklich leid an dieser Stelle. Aber ich glaube, im Fall als Trash-Film, so einfach so die paar Momente, wo ich in meinem Köpfchen mir ganz weit hinten gespeichert habe, könnte auch als Trash wirklich geil funktionieren. Weißt du, so schläfertsmäßig, weißt du? Aber ich glaube, er ist wirklich auch schlecht. Ich lese gleich noch schnell eine Beschreibung vor. Unbedingt. Also, ich los zu. Im Jahr 2176 wird eine marsianische Polizeieinheit entsandt, um einen hochgefährlichen Kriminellen an einem abgelegenen Bergbauort abzuholen. Bei der Ankunft stellen die Polizisten fest, dass der Posten zu einem Leichenhaus geworden ist. Wow. In der Hauptrolle Natasha Species Henstridge, der Ice Cube, Pam Grier, Jason Statham und das ist etwas so an der Bekannten gewesen. Natasha Henstridge, wie heißt sie? Natasha Henstridge, ja. Genau. Die haben ja alle damals ultra scharf gefunden. Bist du auch so ein Typ gewesen? Selbstverständlich. Ehrlich jetzt? Auch heute noch. Hey, ich habe es auf jeden Fall nicht mehr so bekommen. Ist nicht heute ultra gemacht und sieht richtig bescheiden aus? Nein, eben glaube nicht. Ich meine im Fall schon. Ich meine, sieht heute richtig, richtig schlimm aus. Aber vielleicht ihr also, auch, warte mal. Ich google das gerade. Das Problem ist bei ihr für mich gesehen, für mich hat sie keinen Wiedererkennungswert. Was? Was ist ihre Wiedererkennungswert? Was sticht aus bei ihr? Ja.
Augen, das Lächeln. Vom Rest rede ich nicht. Also ähnlich wie bei mir. Nein, ich finde das einfach so vom Auftreten her. Vielleicht das irgendwie einfach eine Frau mit Ausstrahlung. Folgt mich nicht. Mhm. Ja. Ich habe es auch in keine halben Sachen ziemlich cool gefunden. Ausstrahlung, Bewegung. Ja! Ist sie einfach sexy? Jo, das ist ja die kurze. Oder liegt es einfach daran, dass sie immer sexy Rollen hatte? Seien wir mal ehrlich miteinander. Ja, wieso auch nicht? Sie kann es ja tragen. Ja, aber das heisst ja nicht, dass sie. Okay, gut. Ja? Also gut. Ja. Natascha, sei mir nicht böse. Ich habe dich nicht so wirklich in Erinnerung wie andere Jungs da. Ja. Wir sind auch kein Selma de la Guitarra Hayek. Ja, ist ja gut. Okay. Dann geht es weiter. Dann, ja, es wird jetzt immer ruhiger unter John Carpenter. Bis sogar fast komplett ruhig. Und zwar hat er von 2005 bis 2006 noch zwei Folgen Regie geführt von Masters of Horror. Mhm. Hast du da mal irgendetwas davon gesehen? Ja, tatsächlich, ja. Okay. Ey, das ist wirklich. Also, ich weiß wirklich nicht. Ich kann nicht auseinanderbeinen, welche zwei Folgen von ihm sind. Wüsste ich nicht, aber ich habe zumindest, es hat glaube ich zwei Staffeln gegeben, oder? Ist richtig? Ich habe es nie geschaut. Ja, doch, aber ja, das ist so. Es ist gar nicht so schlecht. Es gibt schlechtere so Anthologie, Serien, Sendungen, wie auch immer das wir nennen. Okay. Aber welche von ihm sind, sorry, da haben wir jetzt echt nicht befasst. Also ich sehe es. Ich habe mich mit seinem letzten Spielfilm beschäftigt. Also ich sehe gerade, es ist. Zum einen die Episode 8 aus der ersten Staffel, Cigarette Burns, mit dem Norman Reedus und Udo Kier drin. Was ist da gegangen? Schaut das da auch? Brennen, scheiß drauf. Egal, ist ja egal. Ja, also gut, dann kommen wir sonst zum letzten Film von John Carpenter. Und zwar 2010 hat er John Carpenters The Ward, oder die Station, gemacht. Ja, und da hat ja unseren Alex geschaut. Ja. Ich habe gefunden, hey, so der letzte Spielfilm von ihm, da muss ich echt noch reinziehen. Ja. Amber Heard in der Hauptrolle. Ja, sie hat nicht aufs Bett gekackt. Das spricht schon mal für den Film. Mhm. Alles andere ist ziemlich unterschnittlich ein lame-ischer Film. Also. Weil das Ganze spielt in der Psychiatrie. Eigentlich ein perfektes Setting für einen Horrorfilm, oder? Geben wir uns recht. Ja. So. Dann sind halt in der Psychiatrie, in deren Abteil, sind halt hauptsächlich nur Frauen. Auch okay, Männer und Weibchen trennen. Kann man machen, ja. Kann man machen. Aber in dieser Abteilung, ohne Witz jetzt, sind einfach fünf Frauen, inklusive ihr, die neu dazukommt. Also eben vier andere mit Insassen, wie auch immer, Patientinnen, sorry. Und irgendwie, ja, gefühlt fünf Pflege für diese Abteilung. Schön. Eben, ich habe ja auch im Letterbox so geschrieben, John Carpenter vor Gesundheitsminister, weil das ist wirklich ein Traum, wo sich unser Pflegepersonal gerade in der Schweiz davon träumt. Ja. Anstatt eine Person auf 20 Leute, die sie Windeln wechseln müssen. Was oder leider so. Realität ist. Richtig. Da einfach auf jede Person zwei Leute gefühlt. Und der Film ist einfach so 0815. Also das hätte jetzt wirklich von jedem können sein. Weißt du, also es hat so ein bisschen Blumhouse-Vibes. Mhm. Nicht, dass alle Filme schlecht sind von Blumhouse. Ja. Überhaupt nicht, aber so mal der Durchschnitt ist einfach so ein typischer Blumhouse-Film. Welcome to the world. Mhm. Und das tut mir echt ein bisschen weh, dass das sein letzter Film ist. Ich weiß nicht, ob er nochmal etwas wird machen. Er lebt ja noch. Ich glaube aber nicht, dass noch mal etwas Neues rauskommen wird von ihm. Aber wenn das wirklich der Abschluss ist von der Karriere, von dem Mann, wo Halloween, The Thing, Snake Plissken, eben Escape from New York und so weiter und so fort gebracht hat, und das ist sein letzter Film, finde ich das einen recht unerwürdigen Abschluss. Gut, also er hat ja nachher noch ein paar Musikvideos gemacht. Die gehen ja, schiss auf die. Und jetzt hat er ja gerade John Carpenter's Suburban Screams. Eine Miniserie, ja, ein Peacock. Auf das. Ja. Nein, sorry, weißt du, was ich meine?
Sorry, er ist Regisseur. Ja. Und wir kennen ihn als Filmregisseur. Weißt du, als Spielfilmregisseur. Aber das Medium Serie hat halt in den letzten 10, 15 Jahren extrem an Popularität aufgenommen. Wo man zum Teil Serie-Episoden hat, die besser sind als Film. Ja, das ist, das stimmt, ja. Aber ich weiss nicht. Also, ich meine, von dem Suburban Screams, wo ja noch erst wieder rauskommt, Peacock, oder? Ja, genau. Ja. Ich habe so ein, zwei so Bilder gesehen, so Cover, weißt du, so mit Strassen, mit so Odern, die in der Hand sind. Sieht geil aus. Aber wenn wir jetzt einfach seine Filmografie nochmal so zurückschauen, was in ihm auszeichnet, ist, dass er einfach ein wahnsinnig gutes Timing hat für abgeschlossene Geschichten. Er hat nicht eine Serie gebraucht. Nie. Gut, aber das ist jetzt eine Miniserie. Und was ist gut an einer Miniserie? Eine Miniserie kannst du mit einem Ziel machen, hast aber mehr Zeit dazwischen. Das stimmt. Aber er hat halt auch eine Leitregie. Weißt du das? Oder ist es einfach präsentiert von? Nein, nein. Also er ist als Regisseur gelistet. Das müssen Sie aber schauen. Ja, aber noch 8 andere Leute. Sorry. Nein, 4 andere Leute. 3 andere Leute. Weißt du, was ich meine? Da hört es für mich schon auf. Ist das wirklich der Abschluss von John Carpenter? Oder hat er nicht lieber, so dumm es tönt, mein Halloween Ends. Mhm. Ich will es gerne nochmal erwähnen, wie beschissen scheiße der Film ist. Mhm. Wie schön wäre das als Abschluss gewesen, wenn er in dieser Neuauffassung oder in dieser direkten Nachfolge eigentlich von Halloween 1, wenn er einfach den letzten, den dritten Teil eher nochmal gemacht hätte. Und vielleicht gut gemacht hat, jetzt so wie der beschissene Drecksfilm, der rauskommt. Ja, aber es, also, mein, eben, wir sind uns ja einig, der letzte, der war ziemlich ein Müll gewesen, aber es hat. Ja, das ist schon Obermüll es gewesen. Hat ja nach Halloween Kills quasi mit dieser Vorlage dort, hat das als Vorgeschichte gar nicht gepasst für einen Film, der dann nachher der Carpenter Regie führt. Es doch, ist, natürlich. Es ist so, nach seinem ersten schon. Mal. Aber das ist ja egal. Ich würde sagen, wir kommen zu unseren Top 5 Filmen, oder? Ja, machen wir doch das. Also, ich würde mal behaupten, wir haben mindestens 3, wo wir einer Meinung sind. Das könnte sein. Also, ich mache es mal ganz einfach. Halloween. Selbstverständlich. Logisch. Hill, was meinst du? Gut. Mhm. The Thing. Kann ich drauf. Also, ich hatte schon wieder abgeschlossen. Ja, nein, ich habe ihn aber als Letzten drauf genommen. Die anderen, ja. Okay, also. Dann... Als dritte Escape from New York. Jo. Gut. Ich, in dem Fall behaupte ich sogar, wir haben 4. Okay. Und zwar würde ich sagen, du hast Vampires noch drauf. Ja. Sehr gut. Du auch? Nein, ich nicht. Ah. Ich habe meine Top 5, ist Top 6, habe ich jetzt gerade gemerkt. Aber ich würde tatsächlich den Liv nochmal ein bisschen cooler bewerten. Mhm. Und als fünften Platz, was hast du dort? Escape from L.A. Ah, oh, frech. Aber cool, ja. Ja. Ja, ich habe natürlich klar In the Mouth of Madness. Ja, natürlich, klar. Wobei, der Fog ist bei mir auch weit oben gewesen. Das ist der, der an der Kippe gestanden ist, ganz klar. Ja. Also bei mir ist es so, der Fog, aber eben, ich habe Top 6 gemacht, ich pfeife. Ja. Fog oder Vampires, da bin ich so ein bisschen am Kämpfen gewesen. Und da habe ich gefunden, Vampires machen mehr Spass, da habe ich da rein. Und ich so, oh shit, das sind ja gleich 6. Da habe ich gefunden, komm, scheiß drauf, ist doch lustig. Ja, ja. Wenn ich es einfach nicht anbekomme, Top 5 zu machen. Ja, man kennt es nicht anders. Aber ich meine, grundsätzlich mal ganz all over. Ich glaube, jeder seiner Top 5 und meiner, die ja praktisch übergreifend ist. Jetzt, okay, Escape from New York ist vielleicht nicht der klassische Horrorfilm. Aber die anderen schon, kann man schon sagen. Oder Escape from L.A., sorry. Das auch nicht, nein. Aber ansonsten, das sind alles Horrorfilme und der Lift tue ich gleich auch ein bisschen in die Richtung rein, auch wenn es jetzt auch nicht klassisch Horror ist. Ich würde sagen, die müssen wir einfach gesehen haben. Es gibt viele Filme vom Carpenter, die man nur schon fürs Genre muss gesehen haben. Weil, also, sorry, ich kann niemanden ernst nehmen, der mir jemals, ich hoffe, das wird nie passieren, aber wenn mir irgendetwas sagt, er sei Horrorfilm oder sie sei Horrorfilm-Fan und dann sagt, ich habe Halloween noch nie gesehen und auch keine Absicht hat, den zu schauen. Da gibt es links und rechts ein Watschen. Ja, da müssen wir gesehen haben. Wir müssen nicht gut gefunden haben, weißt du, das ist etwas anderes. Aber
Ja, meine, der Film ist von 1978. Klar, der ist relativ alt, das tut viele abschrecken. Und er macht gleich alles besser als die meisten Horrorfilme heute. Sorry. Ja. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit irgendwie dem 20-jährigen Sohn von einem Kollegen, so Zeugs gibt es mittlerweile, wir sind alt, diskutieren und der sagt mir, ich finde Horrorfilm mega geil. Weiss doch auch nicht, Zeug, das im Moment aktuell ist, alles mega geil gefunden und so. Ja, Halloween. Ja, weißt du, die drei neuen habe ich gesehen. Hast du das Original gesehen? Nein. Gut, Bursch. Dann schauen wir den. Ah, dann ist gut. Ja, aber man muss es ja zeigen. Ich glaube, ich habe das daheim tatsächlich noch vor mir. Und ich freue mich anders drauf. Oh ja. Aber das Gute ist, vielleicht ein kleiner Ausblick. Im Xenix Zürich, wo ich immer wieder recht geile Vorführungen gemacht. Die haben erst gerade letzte das Kino, die haben erst gerade letzte so eine das Schaffen von David Cronenberg gezeigt über Wochen, was ich recht geil finde. Am 31. Oktober, also an Halloween selber, zeigen sie Halloween, das Original vom 78, und was ich richtig geil finde, und ich kann nicht damit zu tun, ich schwöre, Halloween 3. Ah. Season of the Witch. Und wir von Brucko sind quasi so als Präsentatoren eingeladen worden. Ich werde dort sein, also ich würde mich freuen, wenn ihr auch kommt. Und ich muss, glaube ich, zu beiden Filmen noch ein Statement abgeben. Und ich bin ja auch einer der wenigen Leute, die Halloween 3 grossartig findet. Auf eine ganz andere Art, als es eigentlich so sein. Und darum, kleine Werbung an der Stelle für das Xenix-Kino in Zürich, wo ich wahnsinnig geil finde, was die immer wieder auf die Leinwand bringen. Mega mutig, ich finde es richtig, richtig cool, so Kinos müssen eben unterstützt werden, wie es Excelsior ja auch etc. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, und auch, dass wir angefragt worden sind, dass ich darf da ein bisschen als, wie nennt man das? Moderator? Nein! Host? Ja, nein, ich glaube, ich muss einfach irgendwie, ich weiß es noch nicht genau. Gastredner. Es hat einfach geheißen, hey, einer von euch muss kommen, und dann hat es gesagt, ja, Alex, dann bist auch du. Ich sehe, ja, easy, das ist kein Problem, weil Halloween liebe ich über alles und Season of the Witch finde ich eben auch grossartig. Also ich freue mich auf den Dienstag oben, ich glaube. Der 31. Oktober, zieht euch rein, kommt auch. Würde mich sehr freuen. Voilà. Und ansonsten, was wollen wir noch zum Carpenter sagen? Er ist cool. Absolut ikonisch. Einer der wichtigsten Regisseure im Horror-Genre, aber auch sonst, finde ich. Ich kann mich zum Teil nicht einmal entscheiden, ob ich ihn jetzt als Regisseur besser finde oder als Komponist. Ja. Weil, also, ja, das ist heavy. Das ist heavy. Ich glaube, das ist wirklich Kombi. Und ich glaube, das macht auch ganz viele von seinen Filmen aus. All seine Filme haben, ob sie jetzt gut sind oder nicht, sie haben alle einen Rhythmus. Sie haben alle ein geiles Timing. Und du merkst einfach, ein Musiker, der hat einfach ein anderes Feeling für Timing, für Schnittabfolge etc. Und ey, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich habe wirklich das Gefühl, das spüre ich beim John Carpenter raus. Und das zeigt den nochmal ein bisschen mehr aus als andere Regisseure. Und ich liebe Wes Craven, weißt du, nicht falsch verstehen. Oder all die anderen Ikonen, Tobi Huber und so weiter, nicht falsch verstehen. Aber ich finde, das zeichnet den, das gibt ihm sein Alleinstellungsmerkmal, der Score. Und das Timing und der Sound und das Gefühl für Rhythmik. Und das ist für mich John Carpenter. Er ist ein bisschen, im Vergleich zu anderen typischen, bekannten Horrorfilmregisseuren, ist er halt mehr ein Künstler, ja, als andere Handwerker sind. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Weißt du, ihr Handwerk gelernt haben und einfach das Handwerk ausführen. Und er tut es zum Teil noch ein bisschen anders interpretieren. Ja, das stimmt. Du spürst auch bei ihm anderes Flair für gewisse Sachen. Ja. Das bin ich bei dir. Ja. Nein, ey, John Carpenter. Sonst hat er nicht so viele unterschiedliche Filme gemacht. Und sonst wäre er auch nicht so eine fucking Ikone, wie er es heute ist. Ja. Absolut. Carpenter ist wahrscheinlich so wie bei uns eben Zimmermann, Müller, Mayer. Aber weißt du, was ich meine? Ist sogar ziemlich genau Zimmermann. Genau, eben im amerikanischen Raum oder im englischsprachigen Raum. Ja. Aber jeder, der nur schon Carpenter hört, der geht gerade
so ein kleines so ein Hirnhaut und so. Mhm. Und das ist doch einfach nur schon geil. Ja, und das ist doch einfach, das spricht ja. für ihn. Und ja. hey, mit dem würde ich sagen, hör mal auf. Also soll ich noch, weißt du was, ich würde sagen, zur Ehre von John fucking Carpenter lasse ich einfach noch einen Track von ihm laufen als Ausklang, anstatt unsere Melodie. Das Outro laufen von ihm. Ja? Ja. Was heißt du dazu? Nein. Hast du einen mit? Wunsch? Darfst du vielleicht sagen? Oh, Halloween. Klar. Also gut. Dann lassen wir ja, anstatt, wie wir es normalerweise würden machen, uns als Outro, lassen wir jetzt einfach Halloween als Outro laufen. Und wir bedanken uns für alle, die euch zu uns zugelassen haben. Bitte folgt uns gerne auf 5 Sternen. Ihr kennt das Prozedere. Und freut euch auf ganz viele weitere Horrorfolgen in diesem Horror-Oktober. Unbedingt. Es wird grossartig. Dankeschön. Jawohl. Tschüss zusammen. Tschüss. Merci. Mit wahnsinnig spannenden Anekdoten von mir. Ja, von dem. Ja, ja. Stopp! Was? Nein, ich weiß nicht, jetzt kann ich eine CD im Kopf und dann denke ich Pfanne. Ein Geheimtipp. Seid mal etwas. Absolut. Hilfe, die Sprüche zu behalten. Hey, ich möchte da hinten nicht können anrufen. Finde ich auch. Ich muss schon sagen, da liegt es recht. Schüttle. Jetzt langsam. Sagen, da liegt es recht. Schüttle. Ja, jetzt der Adel. Beste Folge, Mann.